Ja, schön, dass wir uns alle eingefunden haben. Ich muss jetzt erstmal hier meine. Moin. Es ist schon wieder eine heiße Sache, Bruder. Also. Rechts. Läuft, Henno. Wirklich eine tolle Aktion. Für euch, ne? Links. Also Leute, Link ist im Chat. Ich glaube, mehr brauche ich gar nicht mehr sagen. Also wenn ihr jetzt nicht das Game euch holt, dann, also mehr kann ich nicht mehr machen. Schon jetzt. Ja? Schon jetzt. Okay, ja. Also, A Total War Saga Troy gibt es Lecker. 24 Stunden lang Doppelklang. umsonst im Epic Games Store. Kostet normalerweise 50 Tacken. So, jetzt Link in Chat. Sonst holen die das nicht über meinen Link. Und dann kriege ich nächstes Mal nicht so eine Rüstung, weil die sagen, nö, hat nicht gelohnt. Los, schnell! Haut den Link in Chat. Ich würde die Kampagne zocken. Ich würde eine neue Kampagne zocken. Und jetzt ist die Frage, wen spielen wir? Leute. Spielen wir Achilles? Spielen wir Agamemnon? Der hat übrigens den Krieg gegen Troja erklärt. Spielen wir Odysseus oder spielen wir Menelaos? König der Spartiaten. Das Ding ist, damit hängt auch so ein bisschen die. Sp Oh, lol, was ist mit dem Game los? Wait, wait, wait. Lecker. Ein Doppelklang. Sag doch was. Lul. Also, Menelaos, Odysseus, Agamemnon, Achilles. Da stimmen wir jetzt ab. Es gibt nur die vier. Achilles, da bin ich ein bisschen vor, ist so Myrmidone. Ja, kennt ihr alle? Habt vielleicht alle den Film Troja geguckt? Agamemnon, König der Griechen, hat Krieg erklärt gegen Troja. Dessen Tochter wurde verschleppt. Deswegen, ne? Wieder mal Ja. wegen einer Frau. Also die Kerle, die haben Doppelklang. sich auch einfach nicht im Griff. Odysseus, der hat Brain. Oder Menelaos, der hat Power. So, wollen wir eine Abstimmung machen? Liebe Mods? Habt ihr Bock? Nee, war das die Tochter? Nein, das war nicht die Tochter. Sein Kollege. Von ihm die Tochter, oder? Sein Kollege, und wegen dem hat er den Krieg erklärt. Von Menelaos die Frau, richtig? Nicht doch. So, ich verdrehe hier alles, ne? Ist ein bisschen heiß. Frau von Menelaos, ja. Alter, sind die dumm? Die haben die Frau vom König der Ja. Spartiaten gekidnappt. Doppelklang. Also, ja, nicht. Aber ist ja. Das ist ja 10 von 10 Lost. Holy shit. Ich habe das damals so gar nicht gereilt, dass ja die Spartaner. Alter, du klaust doch nicht. Also, generell, Frauen klauen echt nicht geil. Weil sie wollte ja mit. Es war ja so einvernehmlich. Aber. Alter, ich zieh doch nicht dem König von Sparta die Frau ab. Ich meine, wer macht das denn? Wer macht das denn? So, leider kriegen wir keinen Poll hin. Dann mache ich den. So. So. Ach so, doch. Wurde Agamemnon einfach rausgenommen? Oder gehen nur drei? Oh, ich kann. What? Ich kann die Trojaner mehr. Ja. Hektor, Bruder. Paris. Das ist der, der die Frau gesnitcht hat. Aeneas. Sarpedon. Heilige Scheiße. Also wir spielen auf jeden Fall die Griechen. Also da stimmen wir jetzt auch nicht bei den Trojanern ab. Achilles ist letzter. Habt ihr Troja geguckt? Seid ihr dumm? What the fuck? Odysseus? Ach, weil der schwer ist.
Alter, ihr seid so... Ihr seid die intrigantesten Chat-User auf... In wirklich allen... Auf allen Livestream-Plattformen. Ich setz mich hier hin. Guck mich mal an. Ja? Guck mich mal an. So ein bisschen Profil auch. Ich setz mich hier hin. Ich hab heute... Seit 8 Uhr. Ich bin 7 Uhr aufgestanden. 8 Uhr gehe ich raus. Bis 15 Uhr nur gesprintet. In einem Outfit. Drei Lagen. Mit Leggings und so. MC Thunder 2. Mit Perücke, Bart. Ich von 8 bis 15 Uhr bin ich Treppen, muss ich 8 Mal runterlaufen. Jede Einstellung nochmal, bitte. Wie bei Joker da, die Szene, wo er die Treppe runtertanzt. Danach musste ich sprinten, über Brücken, durch Parks, mit so einem Gerät, mit Kamera vor mir dran gebaut. Ich stink wie drei Pumas in die 3 Jahre im trojanischen Pferd eingesperrt waren. So stink ich. Mimimi. Irate. Ich sag dir, willst du mit mir wechseln, du wärst gestorben. Ja. Im Internet große Fresse, ne? Hab ich nicht. Boah, kennt ihr das, wenn ihr euch fast an Cola verschluckt? Weil die zieht dann so in die Nase? Naja, also wir nehmen Achilles. Bumst euch weg, bin ich ehrlich. Oder? Aber das Ding ist, ich hab den Helm von Leonidas, ne? Also eigentlich bin ich der Sparta-König. Warum lasst ihr euch abstimmen? Ihr habt es einfach nicht verdient. Ihr habt hier kein Wahlrecht mehr. Das Volk hat gesprochen. Hier oben, Alter. Ich zeig mal, was ich dem Volk... Ah, herrlich. Das Volk spricht vielleicht, aber ich schneide ihm die scheiß Zunge ab. Versteht das? Richtig längs. Wie ein Stück Kuchen schneide ich das auf. So. Gut, haben wir das auch geklärt. Menelaos oder Achilles? Boah, das ist so schwer. Auch wenn seine beste Zeit auf dem Schlachtfeld bereits vorbei ist, als der Trojanische Krieg seinen Höhepunkt erreicht, schließt sich Menelaos dem Bündnis seines Bruders an und ist entschlossen, Helena nach Sparta zurückzuführen. Achilles. Der flinke Achilles, legendärer Held der Ilias und Anführer der Myrmidonen, ist der mächtigste Krieger, den die Welt je kannte. Ja, rein. Rein. Hoppala. Boah, ey, das schneidet mir hier auch ein bisschen die Pulsschlagader ab, ey. Also. Oh. Das ist Griechenland. Was haben wir denn hier alles? Boah, die muss ich erstmal alle wahrscheinlich... Ionia. Läuft Helena. Eola, Alter. Eine tolle Aktion. Eola. Her. Ja, die muss sie wahrscheinlich alle erstmal wegmachen, ne? Freundlich, ach okay, die sind feindlich. So, und da haben wir... Oh, lecker. Ja, und da haben wir die Trojaner. Doppelklang. Und hier, ja, okay. Na gut. Wir spielen Kampagne, Achilles, Kriegsherr der Myrmidon, oh, wobei Sparta... Ach Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Ich meine, zu meinem Outfit passt einfach Sparta besser. Es tut mir leid. My vengeance will shake the world. Genau das. So. Defensive oder militärische Verbündeten erlauben mich zu. Die über einen Ruf zu den Waffen gewonnenen Einheiten können. Das Rekrutieren von Einheiten über Ruf zu den Waffen braucht mehr Runden als gewöhnlich. Spartanische Kolonien. Kolonisiert sofort eine niedergebrannte Siedlung in eurer Sichtweite, ohne eine Armee zu entsenden. Siedlungen zu kolonisieren kosten Ressourcen. Die Kolonisierung von weit entfernten niedergebrannten Siedlungen ist teuer. Ja. Empfohlene Spielweise. Menelaos verbindet verheerende Angriffe durch schwer gepanzerte Infanterie mit den Präventivschlägen seiner effizienten Schleuderer. Läuft Henno. Wirklich eine tolle Aktion. Lecker. Leichte Speerläufer. Doppelklang. Axtstreiter. Heroische Axtkrieger. Hä? Sind wir Spander? Doppelklang. Sind wir Sparda und ich kann zwei Axtkrieger machen? Oh,
lecker. Sag mal, ist das deren Ernst? Doppelklang. Der ruhmreiche Millionär, ja, okay. Zwei Motivationen, neu rekrutierter Helden, vier Einfluss. Gut. Holt Helena zurück. Ist eigentlich auch ein guter Titel. Na egal. Ja, ich kann auch nicht Spandau immer als Sparta-Meme und dann spiele ich nicht Sparta, wenn ich es kann. Das wäre lediglich Spielzeuge der Götter. Nein, Bruder. Oder sind sie ein Vorwand, um unsere eigene Torheit zu rechtfertigen? Alter, er sieht sogar aus wie im Film. Übrigens einer meiner Lieblingsfilme. Hallo, Orlando Bloom. Was macht denn der? The safety of Troy. Troy is my home now. You have my oath, brother. She will be returned to you. Ja, Mann. Keine Chance, dass die abhaut. Brother, I can fight. Go. Seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Warum hat die da Puder im Gesicht? Oh, das Achilles. Helenas Flucht ist eine tiefe Wunde im archäischen Stolz. König Menelaos wird seine Rache bekommen. Und sein Bruder seinen Krieg mit Troja. Genau wie die Götter es wollten. Die laufen übrigens immer ganz casual mit Vollplatte rum. Kochen vor Wut plant König Menelaos von Sparta, der wahre Ehemann Helenas, seine Rache am väterischen Paris. Verräterischen, nicht väterischen. Väterkäse. Warum haben eigentlich... nee, wie ging der Witz? Nee, den kann ich nicht bringen. Der ist wirklich zu low. Der ist einfach zu low. Okay, also das hat mir gestern Kevin erzählt, ja. Warum gibt es in Griechenland so wenig... Wie war der dumme Witz? Der war so dumm. Warum, ich glaube sowas wie, warum gibt es in Griechenland so wenig Männer? Weil die Frauen so gern Feta-Käse essen. Nee, so gern Feta essen. Und das erzählt er mir um 23 Uhr nachts. Speergewandter Menelaos, der schamlose Prinz Paris von Troja, hat eure Frau entführt. Paris of Troy must pay! Ja, Mann. Der Bruder Agamemnon wird eure Sache mit Mykene und all seinem Gold unterstützen. Ich hoffe doch. Troy thinks to slight me, but they will pay the price. Das ist richtig. Warum ist er so groß? Doch nicht nur eure Rache an Troja verlangt eure Aufmerksamkeit. Gewaltsame Aufstände haben die Region Ethis verwüstet. Oh, warte mal. In der ein Prätendent die Macht an sich reißen will. Südlich von Ethis kontrolliert das mächtige Tirins die Insel Kithira und blockiert so euren Zugang zu den unvorstellbaren Schätzen von Kreta. Passt. Festigt eure Macht in der Heimat. Bringt Helenas Verehrer dazu, den Eid von Tyndareos zu wahren. Und zieht gegen das perfide trojanische Prinzlein in den Krieg. Okay. Hoppala, Alter, geht erstmal weg. So, Leute, nochmal an die Neuzukommenden. Das Spiel ist über den Link, den ihr gerade beim Hand of Bot im Chat seht, kostenlos im Epic Game Store zu erhalten. Aber nur 24 Stunden lang. Danach kostet es 50 Tacken. Ist heute rausgekommen. Oder gestern? Nee, ich glaube heute. Gönnt euch. Total War ist eine gute Reihe. Kann man nichts falsch machen, gerade wenn ihr Strategiespiele mögt. So. Festigt eure Macht in der Heimat, ja. Geht er weg oder weg? Festigt eure Macht in der Heimat. Er erzählt's nochmal. Hör mir nochmal zu. Von Tyndareos zu wahren. Und zieht gegen das perfide trojanische Prinzlein in den Krieg. Genau, spartanische Kolonien, ja, das haben wir schon. Also das sind die beiden speziellen Eigenschaften von Sparta.
Die Bewohner Spartas sind bekannt für ihre Unerschrockenheit und ihren Einfallsreichtum. So kann Melelaos eine zerstörte Siedlung sofort kolonisieren, ohne eine Armee dorthin schicken zu müssen. Folgedessen wird die... Okay. Viele sind bereit, den Eid zu leisten, Helenas Gatten zu unterstützen, sollte seine Frau etwas zustoßen. Aus diesem Grund kann Melelaos Einheiten rekrutieren, die seinen defensiven oder militärischen Verbündeten zur Verfügung stehen. Okay. Ach, da ist ein Haken, lol. Gut. Habe ich ja auch einen Haken? Da unten. Der Feind entsendet seine Krieger, um eure Ländereien zu verwüsten und eure Städte zu plündern. Was will er denn? Doch vielleicht unterschätzt er eure Stärke. Marschiert los, stellt ihn im Kampf und schlagt ihn in die Flucht. Klingt halt echt ein bisschen wie der Typ aus Overlord. Okay. Besiege eine Armee der folgenden Fraktion im Gefecht. Adlige, spartanische Prätendenten. Allah. Kennt ihr die alle? Die adligen spartanischen Prätendenten sind in all ihrer Heimtücke mit ihren Streitkräften vorgedrungen und bedrohen nun eure Ländereien sowie die Lebensgrundlage eures Volkes. Rückt mit eurer Armee aus und besiegt sie im Gefecht. Gut. Belohnung, Nahrung und Bronze. Okay. Los geht's. Menelaus of Sparta. Hold nothing back. Ein Gefecht steht bevor. Zeus mag alles wissen, doch ihr tut das nicht. Ihr solltet eure Möglichkeiten prüfen, bevor ihr in den Kampf zieht. Alter, jetzt wurde das da drunter mit eingefahren. Nein, komm wieder. Kein Gott steht euch zur Seite. Ihr greift die Adligen an, ja. Gefecht führen, automatisch. Rückzug. Arkas. Aha. Gut. Na gut. Dann machen wir es selber, ne? Was haben wir hier noch? Gebiet auskundschaften. Gelb sind wir, wa? Also es gibt jetzt ein schönes Ackermatch. Wie machen wir das? Ich glaube, hier ist eine Anhöhe. Da kann ich meine Schleuderer hinten aufstellen. Im Wald und da Infanterie. Hier kommt leichte Infanterie, die können da flankieren, Bruder. So, was haben wir hier? Schnell speichern. Ja, klar, go. So, rein. Das Tutorial-Gefecht, fortgeschrittene Gefechtsgrundlagen, baut auf den Inhalten des vorherigen Tutorial-Gefechts auf. Und Aber es gab doch noch gar keins. Naja. Ja, der Helm ist auch wieder mal sehr leicht. Kappa. Als angreifende Streitkraft bleibt es euch überlassen, auf günstigere Witterungsbedingungen zu warten, ehe ihr zum Angriff übergeht. Derzeitiges Wetter trocken. Keine Nachteile. Gut. Wir haben es versucht. Eure Krieger sind bereit, euch zu dienen. Sie warten nur auf eure Befehle. Kann ich mit Falters und WASD kann ich irgendwie. In der Aufstellungsphase können die Truppen für die bevorstehende Schlacht positioniert werden. Sobald die Aufstellung beendet wurde, beginnt das Gefecht. Einheiten können mit sofortiger Wirkung in den markierten Bereich umgestellt werden. Haben wir irgendwo Sand? Das gibt es doch jetzt irgendwie neu. Kann ich nicht mit WASD die Sicht steuern? Das ist ja komisch. Okay, das heißt, ich muss immer so lenken. Ich kann nicht zur Seite sliden. Nervt der Helm nicht? Oh, lecker. Darum geht's doch nicht. Doppelklang. Okay. Ich habe gehört, es gibt jetzt auch Sand, das... Oh, hier ist eine gute Klippe. Da könnte ich meine Schleuderschützen aufstellen. Der rennt da eh hier drauf. So, warte mal. So, das sind Infanterie mit Zweihandäxten. Infanterie
Mit Speer und Schild leicht. Die könnten vielleicht hintenrum flanken. Wobei, mit Schwert und Schild, okay. Das sind so die Lobobs. Okay. Ja, ich mache hier einfach dicht. Hat der irgendwie, der hat auch, oh, der hat ein Schleuderschützen, okay. Ja, okay. Nee, Pfeiltassen gehen leider bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob es gleich im Gefecht geht. Müssen wir mal gucken. Was habe ich hier unten? Feuer frei. Plänkelmodus. Gruppieren. Okay. WASD geht auch nicht, nee. Ja, langziehen tue ich die, glaube ich, dann, wenn ich die hier so aufreihe. Okay, let's go. Gebt bei der Aufstellung eurer Truppen acht. Wählt ab, welche Formation am vorteilhaftesten ist. Und positioniert eure Krieger entsprechend. Positionierung von einer. Halt Leertaste gedrückt, um zu sehen, wohin sich die einer bewegt. Bewegen. Alter, dass ich mich immer umdrehen muss. Halt die rechte Maustaste gedrückt und zieht die Maustaste. Ja gut, das wird. Ah, man kommt da gar nicht rum. Da ist Klippe und man kommt da nicht rum. Können die da hin? Ne, können die gar nicht. Okay. Oh, oh. Dich habe ich vergessen, ne? Okay. Kann ich irgendwie mehr von oben gucken? Alternativer Angriffsmodus. Wachmodus. Oh, okay. Na gut. Eure Helden haben alle einzigartige Fähigkeiten und Vorteile. Denkt an diese Eigenschaften und lasst eure Helden ihren Zorn schüren. Alter, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Alter. Okay, ihr dürft jetzt im Chat raten, was das Problem war mit meiner Tastatur. Scheiße. Was sagt der Heldenfähigkeit? Ruf des Kriegsgottes. Scheiße, da bin ich jetzt drüber. Aber ich glaube, Map ist wichtiger. Oder? Ist Map wichtig? War am falschen PC angeschlossen. Ich habe hier so einen Knopf, dann switcht die immer zwischen den PCs. Ruf des Kriegsgottes. Heldenfähigkeit. 45 Sekunden. Ziel Feind. Wirkt sich auf Feinde in Reichweite aus. 30 Meter, das ist sehr nah. Einheit. Kein Ziel, wenn Einheit ist. Eine Karte verleiht einem Kommandanten die Sicht eines Gottes, sodass er seine Taktik sorgfältig planen kann. Ah, der kann die Leute baiten. Okay. Okay. So, wollen die nicht vorrücken oder wie ist das? Tatsache. Was sind das für Leute? Na gut. Ich glaube, wahrscheinlich muss er erst hier ein paar Takte sagen, ne? Bevor jetzt hier Action passiert, oder? Soll ich einfach drauf? Ne, jetzt moved er. Ich würde ihn gern kommen lassen. Ich habe da so eine coole Klippe. Sehe ich eigentlich die Reichweite, wenn ich da drüber hover? Nee. Weiß man schon, wann MC Thunder 2 rauskommt? Dauert noch ein bisschen. Okay, I guess ich muss angreifen. Kann halt noch gar nicht einschätzen, wie meine Chancen stehen. Aber ich glaube, die Axtkämpfer sind ziemlich krass. Also man sieht ja so ein bisschen das Leben, aber das ist ja, glaube ich, nur die Anzahl der Einheiten.
Stats hat man eben gesehen, ne? Können die sich irgendwie verbunkern, gruppieren, Rückzug? Ach, die können Speere werfen. So, die können doch jetzt bestimmt ballern, oder? Das waren die Falschen. Das sind die. So. Feuer da mal rein. Kann ich pausieren eigentlich? Nee, ne? Okay. So, dann teilen wir uns jetzt einfach mal auf. Okay, die verlieren schon ganz gut Leben. Ich glaube, die müssen auf den Hügel drauf. Der Tod kommt von oben. Eure Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. So, hier gibt es jetzt Ackermatch. Der geht damit rein. Oder am besten gehen wir hier direkt auf den Anführer, ne? So. Ungültiges Ziel. Achso, ist noch nicht aufgeladen. Okay. So, dann gehen wir jetzt hier rein, ein bisschen prügeln. Aha, aha. So, hier gibt es jetzt auch Ackermatch. Oh. Der mischt die Backline auf. Oh, scheiße. Na, erstmal den Trupp hier fertig. Das ist er. Im Verlauf des Gefechts wächst der Zorn eures Helden. Dieser Zorn verkörpert die Wut des Ares. Seht, wie die Feinde einknicken, als wären sie Schilf im Sturm. Gut, meine Truppen sind echt lassen deutlich stärker. Okay, dann ballert ihr da jetzt damit rein. Aber die treffen die auch verbündete Truppen? Können wir den hier nicht mal umstellen? Oh, der hat eine fette Axt. Nee. Ja, schön. Schön drauf. So, treffen die auch meine? Ich kann mich ja mal hier ein bisschen zurückziehen. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Euer Held wird angegriffen. Menelaus, destroy them. Okay, die sind weg. Ah, hier wird schwierig. Der Sieg der ist rein. Zum Greifen. Der Feind hat seinen Anführer schlecht gewählt. Seht nur, wie er flieht. Okay, wenn er reinhaut, verlieren die Moral. Okay, ich Ackermensch. Nice. Hier, rate mir über den Helden. Ja gut, das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Okay. Hier gibt es einen 1-1er. Boah, Alter, er sticht mich in den Nacken. Mach den weg. Los, lauf. Stech ihn ab. Stech ihn ab. Schönes Ding. Nee, den würde ich gerne töten. Ja. Bei Ares, eure Krieger sammeln sich. Kann ich den noch kriegen? Habe ich was davon, wenn ich den einfach richtig wegmache? Wenn der stirbt? Okay, er ist weg. Nee, ist er nicht. Aber der killt ihn nicht, ne? Er hat zu viel Leben. Okay. Ja, easy. Ich nehme mal den... Ne, ich lasse den Helm noch auf. Ich nehme so auf und ab. Ja, wobei, ich will jetzt aber eigentlich richtig, richtig trinken hier. Warte mal. Oh, warte. Ah, herrlich. Nehme ich hier so einen Helm,
So der Helm, Stütze, Träger. So. Knapper Sieg. Was? Echt? Ich hatte jetzt noch nicht so das Gefühl, ich konnte ultra viel beeinflussen. Also alles, was ich gemacht habe, ich habe die draufgeschickt. Und so ein bisschen aufgeteilt. Wiederholung speichern, übel wichtig. Oh, Alter. Oh. Wie sind die Stats jetzt weg? Ihr seid siegreich. Warum lebt er noch? Der hat ja voll abgestorben. Jetzt müsst ihr über das Schicksal der Gefangenen entscheiden. Ihr könnt sie bestrafen, weil sie sich euch widersetzt haben. Oder stattdessen Gnade zeigen. Tja, was machen wir, Freunde? Siehst nach einem knappen Kampf ganz schön fertig aus. Boah, Alter, ist auch ganz schön. Geht aber hier ganz schön in die Gurgel. Ja, was sollen wir machen, Leute? Abschlussoption. Dem Sieger eines Gefechts stehen eine Reihe von Möglichkeiten. Sekunde. Zwei. So. Dem Sieger eines Gefechts stehen eine Reihe von Möglichkeiten offen. So kann er beispielsweise die Gefangenen töten oder eine eingenommene Siedlung ausrauben. Mal gleich mal gucken. Gegen Güter tauschen. Blut vergießen. Der Hass ihrer Herren wird wachsen. Wir lachen über diese Aussichten. 8% Moral. Oder wir können sie aufnehmen. Ja, da macht das nicht am meisten Sinn, Leute? Wie viel... Alter. Alter, heute ist mein Sweat-Tag, ey. Das ist unfassbar. Ja, die Frage ist, Freunde... 12% Einheiten auffüllen oder 8% Moral. Was meint ihr? Gut, dann, also, ich finde das auch ziemlich dreist, dass, es sind ja auch Spartaner, warum die sich gegen mich stellen. Also, ich bin der spartanische König. Und die haben, also das weg. Ich habe die jetzt abgeschlitzt. Welcome Boost. Läuft, Tenno. Wirklich eine tolle Aktion. Ja, haben wir gemacht. Excellent. Okay. Neue Rekruten können ausgebildet werden, um eure Truppen zu verstärken und gefallene Krieger zu ersetzen. Euch steht ein langer Krieg bevor. Und eure Gegner sammeln sich. Es wäre klug, eure eigenen Armeen zu vergrößern. Unterhaltet mindestens 12 Einheiten. Die Zahl der Truppen, die ihr befehligen muss, muss wachsen. Also, rekrutiert mehr Kampfeinheiten, die Reihen eurer Armee. Ja. Ihr könnt Einheiten rekrutieren, indem ihr eine von euch kontrollierte Armee auswählt und auf die Schaltfläche lokale Rekrutierung klickt. Knapper Sieg. Zoom zum Standort. Feind im Kampf getötet, Arkas. Arkas, unser Feind aus der Fraktion Adlige Spartanische Prätendenten, ist in Etis Lakedaimon im Kampf gefallen. Ach echt? Nice. Die Fraktion Adlige Spartanische Prätendenten wurde besiegt. Nun ist nichts mehr von ihnen übrig, außer Mythen, Legenden und die traurige Erinnerung an die Wankelmütigkeit der Götter.
Okay, so, ich krieg die Armee an und sage lokale Rekrutierung. Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal in mein Gebiet. Ah, da heilen die sich auch, okay. Pro Runde aufgefüllte Truppen, 7, okay. Die haben ganz schön auf den Sack bekommen, ja, die haben links getankt, ne. Ach, so. Zack, okay. Speerträger. This was a good day. Warum hat Sparta die ganzen Axtkämpfer? Warum? Checkt das wer? War das da? War das denn echt so? Also, ne? Also, Spartaner für mich sind einfach. Die haben Schild und Speer und stechen alles ab. Tja. Tja, weiß ich auch. Also, ich bin auch erschüttert, Freunde. Backflipped hilft. Alter, der schon wieder. Na gut, es ist ja auch ein bisschen andere Zeit. Muss man auch sehen. Okay, ich würde auf jeden Fall Speerkämpfer rekrutieren, bin ich ehrlich. Also sieht man hier auch ein bisschen Stats. Können die auch leveln und so, oder? Würde ich sagen. So, Ruf zu den Waffen ist ja meine spezielle Fähigkeit. Das geht, wenn er im feindlichen Gebiet ist. Okay, also die nehmen wir. Kosten Nahrung und auch pro Runde, ne, Unterhalt. Wir haben 1000. Okay, und dann würde ich nur die Schleudertypen nehmen. Okay. So, was kann ich denn im feindlichen Gebiet machen? Da, Aethys. Kann ich da nicht mal hingehen? Nee, ne? Okay. So, Weltereignisse. Mission erteilt. Besiegt den Feind. Hä? Ich dachte, die sind RIP. Ach so. Erteilt. Abgeschlossen. Verstehe. Truppenaushebung. Ja. Ja, okay. Dann nächste Runde. Alter. Geht ab. Alter, wie viele Völker gibt es? Diesen Krieg gewinnt man nicht allein durch Gewalt. Verkündet einen königlichen Erlass, der eure Denker zu neuen Methoden der Kriegskunst inspiriert, um nicht übertroffen zu werden. Junge, in der Antike gab es keine Brillen. Tante Splitternackt 1. Ich setze mich mal anders hin hier. Euer Volk ist begierig darauf, eure Befehle zu befolgen, denn durch eure Weisheit wird es gedeihen. Erteilt einen königlichen Erlass und es wird sich an die Arbeit machen. Verfügbare königliche Erlasse findet ihr im Fenster königliche Erlasse. Ja, jetzt gedacht, ne? Doppelklang. Okay, jetzt muss ich nur wissen, wo das... Da oben? So. Als Herrscher eines wachsenden Königreiches könnt ihr königliche Erlasse verkünden. Eine solche Proklamation braucht Zeit. Doch ihre Effekte sind langfristig. Jetzt, wo ich den Helm nicht trage, kann ich auch ein bisschen mehr Komfort genießen. Also wie viel Kabel hat das Ding? Ihr dürft die Entwicklung eurer Städte nicht vernachlässigen. Ups. Denn der Ausbau eurer Heimat verschafft euch viele Vorteile. Lasst eure Steinmetze und Schreiner arbeiten. Ein Doppelklang. Läuft, Henno. Wirklich eine tolle Scheiße. Aktion. Ich bin mit dem Kopfhörer auf Enter gekommen. Ja, königliche Erlasse. Schauen wir uns mal an. Alter, jetzt ist hier so kalt. So. Oh. Ah.
Warte, jetzt eins nach dem anderen, Bruder. Also, kann ich hier nochmal eins zurück? Als Herrscher eines wachsenden Königreiches könnt ihr königliche Erlasse verkünden. Eine solche Proklamation braucht Zeit. Doch ihre Effekte sind langfristig. Innerhalb einer... Dauerhafte Vorteile, okay. Für Bevölkerung, Militär. Es kann jeweils nur ein Erlass gleichzeitig verabschiedet werden. Achso, aber wenn ich ihn dann habe, okay. Meisterhafte Waffen schmieden. Kann ich hier neue Truppen? Königliche Kornspeicher. Königlicher Stein, königliches Nutzholz, ach, es gibt mehreres Königliches, ja. Präzisionstraining der Plänker. Okay. Also, wir können zwei Sachen auswählen. 280 Nahrung pro Runde, das ist ziemlich nice. 90 Bronze pro Runde, das ist Bronze, ne. Ja, machen wir mal Nahrung, glaube ich. Ach, das habe ich schon. Okay, die grauen kann ich. 7 Runden erforschen. I see. 20 Gold pro Runde. Wofür brauche ich denn Gold? Das ist die seltenste Ressource. Wird für den Bau spezieller Gebäude und für Ausbildung und Unterstützung der besten Truppen benötigt. Was meint ihr? Königlicher Stein. Krieg ich Stein pro Runde oder Holzbrunnen? Also Gold. Aber Gold klingt eher nach Late Game. Ich mach mal Gold. Kein Gold? Gold ist immer gut. Gold ist Gold. Ja, Mann. Okay. Er baut ein Gebäude. Er baut ein Gebäude. Die in euren Städten errichteten Gebäude gewähren eurer Fraktion Vorteile, weil die Gebäude fördern die Entwicklung eures Königreichs und unterstützen eure Kriegsanstrengungen im Ausland. Ihr müsst nur auswählen, was gebaut werden soll. Provinzübersicht, Fenster. Kein Königreich besteht und gedeiht allein durch militärische Eroberungen. Lasst eure Siedlungen wachsen und baut sie aus. Mit ihren Ressourcen lassen sich die Kriegsbemühungen vorantreiben. Jetzt soll ich schon eins verbessern, ja, weil ich eben die Runde geskippt habe, ne? Ein gesundes Wachstum in einer Provinz führt zur Vergrößerung eurer Städte und der Vorteile, die sie bieten. Die Bevölkerung hier gedeiht. Kein König. Ihr dürft die Entwicklung eurer Städte nicht vernachlässigen. Denn der Ausbau eurer Heimat verschafft euch viele Vorteile. Lasst eure Steinmetze und Schreiner arbeiten. Er springt immer direkt zum nächsten. Okay, was soll ich bauen? Lehmziegelhäuser, Steinmine. Steinmine mal... Habe ich schon. Ah. Die kann ich upgraden. Soll ich auch gleich. Okay. Und hier ist ein Slot für ein neues Gebäude. Okay. Läuft, Tenno. Wirklich eine tolle Aktion. Einzigartige Gebäude, Häfen, Militär, Ressourcen. Ressourcen, oder? Also, das ist eine Provinz, oder was? Ah ja, okay. Sparta. Okay, Alter. Geht ganz schön in die Tiefe. Altar der Dicke aller. Fremdenlager. Tempel. Verwaltung. Alter. Das ist... Ah, es gibt ein paar Gebäude. Was haben wir hier oben? Da war ein cooler Helm. Menelaos Schwurkämpfer.
Tja. Es ist ganz schön viel Input gerade. Und ganz schön viel Möglichkeiten direkt zu Anfang. Hier kann man eine Garnison dann machen. Das gibt Erfahrung pro Runde. Das habe ich. Das habe ich. Wait, die habe ich auch, ne? Nee. Woran erkenne ich was? Ach, da ist ein Haken dran, das habe ich. Sitz dich vor. Da ist ein Haken dran, das habe ich. Übungsplatz. Ich würde halt erstmal gerne ein bisschen Eco bauen. Aber das kann ich anscheinend nicht in Sparta, beziehungsweise nur in der oberen Reihe, richtig? Na gut, also ich habe Einberufungsgelände und Lehmziegelhäuser. Halle Stammesfürsten macht mehr Einfluss, mehr Zufriedenheit. Holzbrunnen durch Gebäude. Steinbruch, ja, ausbauen mache ich gleich. Ich soll jetzt erstmal ein Gebäude bauen. Hier sind 80 Gebäude, Bau 1. Alter, und mein Strategie-Kink triggert richtig durch, ey. Ich will die beste Wahl machen. Altar der Hera, Zeus, Ares, Apollon, Optik, Athene, Poseidon, Aphrodite. Also Tempel und so ein Quatsch mache ich, glaube ich, erstmal noch nicht. Verwaltung habe ich schon was. Ja, noch ein Militärgebäude, oder? Leichte Bogenträger. Ah, hier kann man upgraden. Gepanzerte Stürmer, gepanzerte Speerträger. So sieht es nämlich aus. Okay. Ich mache einen Übungsplatz. Zack. So, dann den upgraden. Zack. Und hier in der Provinz kann ich auch was bauen. Und hier kann ich jetzt... Stein pro Runde. Warte mal, was habe ich hier schon? Steinmine. Okay, ja, dann Stein pro Runde baue ich nicht. Einkommen aller Ressourcen in dieser Provinz. Nochmal Stein. Ja, aber was ist mit Holz? Das ist ja nur Stein. Krass, das ist die übelste Steinstadt, oder was? Ares, wenn du einfach nur ballern willst. Ja, wahrscheinlich. Na gut. Was bauen wir da in der Region? Fremdenlager. Rekrutierung. Altar der Dike. Ja, was bauen wir da? Bei... Ithylo. Vorschläge. Was bauen wir da? Hoppala. Steinbruch. Ventilatoren. Das ist jetzt irgendwie sehr weit im Bild. Ja, aber ich habe ja hier auch Hütte des Steinmetzes, Bauarbeiterquartiere, Erzschmelze. ...88 Stein pro Runde, das ist halt... Ja, okay, go. Okay, das kann man übrigens nicht upgraden. Na gut, so, jetzt haben wir ein paar Gebäude gebaut. Jetzt kann ich wieder ein paar Truppen rekrutieren. Agamemnons Kind. Ja, Mann. Nehme ich nochmal die beiden Kassen. Zack. Jetzt habe ich 12, richtig? Ne, 11. Dann noch die. So. Okay. Dann... Habe ich hier noch was? Benachrichtigung? Nicht zugewiesene Fertigkeitspunkte.
Grauen des Ares. Mehr Trefferpunkte. Okay, wird er tankiger. Und hier hat er Rüstungsdurchdringung. Nee. Was? Ist oben passiv und unten aktiv, oder? Ich glaube ja, ne? Was haben wir hier noch? Ja, ich glaube, mehr Leben und Rüstungsdurchdringung. Wir machen das. Okay. Rang 2. Gut. Gut, sind wir durch? Mission. Truppenaushebung. Ja, ist dann nächste Runde fertig. Erlass. Dauert noch. Baut ein Gebäude. Das haben wir alle nächste Runde fertig. Okay. So. Die in euren Städten errichteten Gebäude gewähren eurer Fraktion Vorteil. Achso, ja. Abgeschlossen. Das erobert Siedlungen, um euer Reich auszudehnen. Rekrutiert dort Truppen und entsendet sie, um weitere Gebiete zu erobern. Dadurch könnt ihr noch größere Armeen ausheben und noch mehr Land erobern. Das ist der Weg des Kriegers. Was sind denn Siedlungen? Ist das hier eine Siedlung? Ja, ne? Ich meine, was anderes sehe ich auch nicht. Okay, ja, geiler Tipp. Aber ich... Müsste ich jetzt nicht mehrere... Genau. Ich habe nicht alles jetzt mit einer Runde geschafft, ne? Genau. Der braucht noch ein bisschen. Siedlungsverbesserung verfügbar. Da kann ich... einen Steinbruch verbessern. Ist das Holz? Woher kriege ich eigentlich Holz? Also hier in Ithylo kriege ich ja... Das kann ich kolonisieren. Ja, Abfahrt. Ja. Das ist doch auch so die spezielle Fähigkeit von Sparta, ne? Läuft, Tenno. Wirklich eine tolle Aktion. Feindliche Nebensiedlung. Da muss ich hin. Okay. Bauernhof. Nahrung. Wachstum. Okay, jetzt habe ich aber nicht mehr Ressourcen. Oder? Doch. Hier. Zerstörte Bauernsiedlung. Ah, okay. Verstehe. Okay. Dann ziehe ich hier runter. I guess. Kann ich da rüber ohne Schiff? Die Frage, ne? Okay, der kann nicht moven, weil er wahrscheinlich rekrutiert, ne? Gut. Rekrutiert Mehrkampf ein. Achso. Alter. Mission erfolgreich. Ich muss mal die Überschriften lesen. Erfolgreich. Die Kontrolle aller Siedlungen in einer Provinz gewährt euch vollständige Herrschaft über all ihre Bewohner. Erweitert euren Grundbesitz und macht euch mehr Ägäer untertan. Gebiete zu kontrollieren ist der Schlüssel zur Steigerung eurer Macht. Erweitert eure Grenzen, indem ihr gegen eure Feinde marschiert und deren Land für euch beansprucht. Okay. Jetzt ist eine Frage, was ist eine Provinz? Ne, weil alle Siedlungen einer Provinz, da würde mich interessieren, was ist eine Provinz? Weil ich kann das hier so optisch, ich meine, hier gibt es Grenzen. Das ist die Provinz Sparta dann? I guess. Okay. Was tust du bei dir bei dem Wetter bloß an? Ne, ich habe hier drin eine Klima, das geht tatsächlich. Aber der Helm ist halt brutal schwer und ich habe heute schon so hart reingelitten.
Deswegen werde ich den jetzt nicht durchgehend tragen. Okay. Kann ich hier auf die Insel gehen ohne Schiff? Du kannst ohne Schiffe dort rüber. Das ist auch eine Holzsiedlung. Ah. Das ist so das Prinzip, ne, was ich jetzt am Anfang habe. Steinsiedlung, Bauernfeldsiedlung. Ach, ist sogar ein Symbol dran. Das heißt, ist halt wirklich so. Waldsiedlung. Steinbruchsiedlung. I see, okay. Gecheckt. So, der ist doch jetzt, genau, der kann jetzt hier runter. Okay, okay. So, ich finde Total War Entwickler hören nur auf die Community und die Kämpfe sind seit drei Kingdoms Kacke. Okay. Klick auf Sparta und weißt du, welche Städte zu der Provinz gehören. Hier auf die Stadt, oder? Ach so. Ah, okay, I see. Ja, das muss ich hier einnehmen. So, was kann ich hier machen? Upgraden. Abfahrt. Und hier kann ich was Neues bauen in Etis. Das ist die Bauernhofsiedlung. I see, die Gebäude wiederholen sich oft. Und dann kann man so bei verschiedenen Siedlungen verschiedene Fokusse legen. Ich mach's mal weiter. Alles nördlich, hinter Sparta gehört nicht zur Provinz, der Rest schon. Ihr könnt einen Überblick über die Welt gewinnen und in Erfahrung bringen, was sonst nur die Götter wissen. Krass. Okay, Besitz. So. Das Ding ist, ich bumps erstmal komplett Griechenland. Und dann Troja oder was? Oder wie? Oder was? Und was ist eigentlich hier mit Persien? Gibt's da auch noch ein Ackermatch? Nee, wait. Das hier ist ja Griechenland. Never mind. Okay. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Oder muss ich hier erstmal meinen Laden unter Kontrolle bringen und dann geht's los? Wahrscheinlich. Ja, Freunde, das Spiel gibt's 24 Stunden umsonst bei Epic Games Store. Kam heute raus und ab morgen kostet das 50 Tacken. So, die gehen wahrscheinlich so automatisch in dem Boot, ne? Wie bei Civ. Ja, okay. Gut, dann kriegen die jetzt auf die Schnauze. So, hier brauche ich noch 4 Runden. Ist auch in Ordnung. Einen königlichen Erlasse, ne? Hoppala. Benutzt gerne den Link aus dem Chat. Ja, was habe ich hier noch? Bau möglich. Ach so, ja, genau. Hütte des Jägers. 300 Nahrung pro Runde. Ich sehe. Ich glaube, das rechts ist tatsächlich immer am wackesten. Es ist so für einen Early Boost gut, aber im Late Game, weil man hat ja nur begrenzt Slots, ne? Getreidekarren. 90 Nahrung pro Runde. 20 Wachstum. Wachstum ist halt immer Ehre. Ich sehe übrigens auch rechts unten, hier, Zufriedenheit, archaischer Einfluss. Archaischer Einfluss ist wahrscheinlich von meinem Stamm der Einfluss, ne? Okay, I see. Was ist das hier unten? Gleichgültiges Volk. Okay. Okay, verstehe. Ehre. Moin, da bin ich wieder. In Zweifel kannst du die Gebäude auch abreißen, neu bauen, ja. Okay, dann würde ich jetzt einfach, in der kompletten Provinz. Ich glaube, urbanes Land, das ist so der Standard. Okay. Eine rivalisierende Macht schlägt vor, eure Beziehung in neue Wege zu leiten. Womöglich wäre das ratsam. Gäbe es rivalisierend?
Fraktionen können diplomatische Verhandlungen miteinander führen. Zu diplomatischen Aktionen gehören Kriegserklärung, Friedenserklärung, Handelsabkommen, Bündnisse und mehr. Deren Forderung. Einmaliger Tausch. 82 Stein. Deren Angebot. 91 Holz. Wo sehe ich denn hier meine Ressourcen? Das wäre doch mal nützlich. Ach, links unten. Okay, das riecht. Das riecht gut. Ich habe richtig viel Steine und wenig Holz. Ich habe ja auch noch nicht die Holzsiedlung. Ja, machen wir. Was ist da jetzt los? Von wem? Deren Angebot. Ja, von wem? Von den Korinthern oder was? Das Bild ist hier hochgezogen, aber da ist nichts. Einmaliger Tausch. Die fordern einfach 80 Bronze. Wer ist das? Wer? Ach, da! Ja, wenn ich hier klicke, dann geht hier wieder alles weiter. Achtung. Doppelklang. Nee, okay. Es wird Zeit für eine Zusammenarbeit. Ja, richtig geile Zusammenarbeit, wenn ich euch einfach Bronze for free gebe. Seid ihr dumm? Ajax, Alter. Amsterdam oder was? Salami, Alter. Nicht Angriffspakt habe ich. Ah ne, haben die mit den Mykänen, okay. Stärke 9. Stärkerang 9. Da sind die deutlich besser. Ah, okay, also ich kann den Bronze geben und dann verbessern sich unsere Beziehungen. Aber die sind halt schon freundlich. Aber vielleicht werden das dann Verbündete. Was meint ihr? Mach nicht alle. Aber was, wenn das... Nein? Okay. Ihr wisst es. Das ist so ein gelber Zipfel. Ist das das? So, habt das? Gut. Eure militärische Macht wächst und mit ihr euer Einfluss und euer Ansehen. Dennoch sammeln sich eure Feinde gegen euch. Füllt die Reihen eurer Streitkräfte, um den Widersachern zu trotzen. Wer ist denn mein Feind? Das kann ich bestimmt irgendwo einsehen, ne? Ich mache da unten erstmal die Stadt platt. Okay, also 20 Einheiten. Die Herrlichkeit eurer Siedlungen zeugt von eurem wachsenden Ansehen. Baut eure Hauptstadt ganz aus. Und sie wird eure Erhabenheit in die gesamte bekannte Welt hinaustragen. Eine Eliteeinheit wird rekrutiert. Ehre. Okay. Mit ganz ausbauen meine wahrscheinlich überall ein Slot, ne? Wenn die Hauptsiedlungsgebäudekette Stufe 3 erreicht. Die Hauptsiedlungsgebäudekette. Zerstörter Hafen, den bauen wir wieder auf. Na gut, dann sehen wir hier jetzt hin. Und machen die weg, oder? Wo sehe ich denn, wie viele Truppen die haben? Egal, YOLO. Eure Krieger haben die Stadt erreicht. Sie dürsten sicher nach einem Kampf. Doch zieht auch eine Belagerung in Betracht, in der ihr den Feind aushungert. In der Öffnungsübersicht vor dem Gefecht werden euch Kräfteverhältnisleiste. Oh. Ja, das sieht ja ganz gut aus für mich. Also ich könnte die aushungern lassen. Eigentlich sehe ich mich da. Umkreisen, umzingelt die Siedlung, wartet ab anstelle. Ja, machen wir. Victory awaits. Das dauert jetzt oder wie läuft das? Belagerung, okay. Ach da. Verbleibende Runden, bis die Siedlung aufgibt. 9. Ja, aber why not? Ne? Ich meine, ich muss ja nebenbei eh ein paar Sachen noch machen. Kann ich auch. Helden rekrutieren? Ehre, Alter.
Alkmaion. Der ist Kriegsherr. Okay, der kostet richtig Nahrung. Holy shit. Eiferer. Mhm, okay. Die Frage ist, man braucht wahrscheinlich mindestens ein Held pro Armee, oder? Die haben keine Mauern. Eigentlich kannst du die stürmen, meint ihr? Aber die haben mir das ja auch vorgeschlagen, dass ich die umzingeln soll. Hier ist der Gebäudebrowser. Aha. Garnisonsdetails. Ach lol, die haben alle... Ist das deren Garnison oder was? Ja gut, die 9 Runden, das ist schon viel, ne? Eigentlich kann ich auch einfach Zugriff machen, bin ich ehrlich. Wir gehen da rein. Man könnte auch Autogefecht machen, aber ich will ein bisschen Kampferfahrung sammeln. Ein bisschen gucken, was so geht. Trocken. Warten wir mal. Warten. Nebel. Mhm. Feindliche Einheiten werden auf große Entfernung durch Nebel verdeckt. Das ist eigentlich als Angreifer ziemlich scheiße. Wobei. Kommt drauf an. Ja, egal. Okay, also da ist die... Seid ihr bereit zum Angriff? Da ist die City. Ihr müsst den Feind zeitnah in die Flucht schlagen, um zu siegen. Denkt gut über eure Strategie nach. Ich glaube, ich denke da nicht gut drüber nach. Ich glaube, ich renne da einfach rein. Ach, kann ich hier Steuergruppen machen? Ah, Ehre. Okay. Die Schleuderboys. Mach ich Gruppe 2. Okay. Und von mir aus können wir reingehen, bin ich ehrlich. Ach so. Okay. In solchem Gelände kann jedes Landschaftsmerkmal einen Feind verbergen. Achtet genau auf eure Umgebung. Ist hier hohes Gras oder was? Oh. Sieht von oben gar nicht so aus unbedingt. Okay. Was steht hier? Verbleibende Siegpunkte des Verteidigers. Ich habe eine Stunde. Hier war eben dein Trupp, ne? Da. Okay. Die ballern die jetzt einfach tot. Das wird geil. Die schleunen hier jetzt richtig einen rein. Komm mal blind einfach über den Hügel. Ja, ich brauche mit dem Bogenschützen. Das ist ja peinlich. Da trifft ja gar nichts. Okay, ich gehe einfach rein, ey. Was ist das denn? Drauf! Warte mal, von links kommt jetzt was? Da machen wir die. So, ihr geht mal weiter hoch. Okay, links ist generell mehr. Dann machen wir es so. Weil da ist der Held, ne? Egal, ist in Ordnung. Alter, werden die rasiert. Euer Feind greift eure Flanke an. Holy shit. Wehrt ihn ab. Ich glaube nicht, dass der meine Flanke angreift. Die werden ja richtig wegrasiert, Alter. Holy shit. Warum rennen die denn weg? Oh. Ich verstehe. Okay, die hauen rein. Das ist okay. Dann geht ihr jetzt auf den. Ach so. Jetzt haut er auch rein. Okay. So, du gehst ja alleine rein.
Hier wird zurückgefeuert. Bringt aber echt nicht so viel. Der Sieg ist zum Greifen nah. Okay. Ja, dann gehen wir mit denen da lang. Kann er umdrehen, ja, ne? Der weiß nicht so richtig, wohin er will. Komm, können wir den nicht einfach richtig wegspammen mit den Ja. Sehr gut. So. Ja, ist ja kein Ding. Der macht den einfach richtig fertig. Zwei ziehe ich darüber. So. Aha, die kommen, die haben sich wieder gesammelt einigermaßen. Die mache ich mit einem Trupp weg. Und er. Ist er wieder am Start? So halb, ne? Okay. Ja! Bald gehört der Siegpunkt des Feindes euch. Okay, hier falle ich jetzt in die Flanke. So sieht das aus. Okay, und die hier sind schon... Ja, die rennen. Ja. Oh, das sind Spartaner. Die werfen sogar Speere? Oder was? Alter, stechen die richtig von hinten ab, ey. Ja, ich glaube, die werfen die auch, oder? Was ist das? Leichte Speerläufer. Ehre. Okay. Er ist auch wieder da. Ja, mit euch mache ich leider nicht so viel. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Okay. Ja, ist ja easy, ne? Das auch gleich eingenommen. Jeder Sterbliche ermüdet im Kampf. Eure Krieger verausgaben sich in eurem Dienste. Verschafft ihnen Moment, der Feind hat einen Siegpunkt verloren. Massaker. So. Der wird jetzt weggemacht. Und den bait ich ran. Ah, nee, geht ja nicht. Kann er ja nicht bei. Kann er ja nicht bei Helm machen. Stimmt. So. Hier unten, die sind weg. Da leben noch. Noch ein Dude, der wegrennt. Wo sind das zwei? Nö, ist halt wirklich einer. Okay, der ist mir eigentlich egal. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Ah, das geht auch, okay. Gut. Machen wir so. Wo steht denn deren Energie? Ist das das Blaue? Ja, ne? Die blaue Leiste? Ja, mir ist schon klar, dass ich schon gewonnen habe. Trotzdem will ich ja noch ein bisschen mehr... Okay. Ja, das war... Wenn das jetzt wieder ein knapper Sieg war, weiß ich auch nicht, Leute. Okay. Die haben richtig auf den Sack bekommen, Alter. So, der ist RIP. Geil. Der andere ist halt stehen geblieben nach dem Move. Ihr nee, mein erstes Total War war Rome. Beansprucht sie für euch. Plündert sie. Aber das ist halt ewig her. Zu Ruinen nieder. Den richtig mies abgestochen, Alter. Okay. Der wird besetzt, oder? Ausrauben und besetzen.
Plündern, niederbrennen. Provinzstabilität und eine Eroberungsstrafe. Ich würde, glaube ich, einfach nur besetzen. Ich brauche halt die Stadt. Das ist halt, damit ist dann meine Provinz komplett und das ist dann cool. Okay. Entscheidender Sieg. Okay, unsere tapferen Soldaten haben einen höchst schicksalhaften Kampf gegen den Feind gewonnen. Wir stehen zweifellos in der Gunst. Okay. Ehre. Leichter Wurfspeer mit Bronzespitze. 10% Reichweite von Wurfspeereinheiten in der Armee des Helden. Geil. Provinz gesichert. Okay, nice. So, dann geht der wieder nach Norden. Sobald er kann. Okay, ich kann jetzt Bogenschützen. Leichte Bogenträger. Ich würde davon welche machen. Ah, er kann da nicht moven, oder? Wie war das? Okay. Erlass verfügbar. Kann ich das in jeder Siedlung? Was ist das für ein Symbol? Ah, in jeder Provinz nur ein solches Gebäude, oder was? Ist das hier doppelt, weil das auch in Sparta drin ist? Ah. Okay. Ach nee, das ist die Provinz, ne? Nee, okay, ich war mir überlegen, ob ich jetzt... Hey, was meint er denn? Und ein Bau ist möglich. Okay. Da warte ich noch auf mehr Ressourcen. Okay, ich spare einfach. Boah, ich sehe mittlerweile so schäbig aus. Das ist jetzt so die Haarlänge. Die ist einfach unbelohnt, ne? Ich meine, guck mich mal an. Das ist halt zu kurz, als dass man damit irgendwie was machen kann. Und zu lang, als dass es irgendwie... Ich hole einen Rasierer, danke Sterzig. Aber es passt zum Outfit. Es ist halt so, weiß nicht. Ja gut, ich meine, heute sehe ich eh aus wie so ein... Ich habe es vorhin schon mal angerissen, eher so spaßeshalber. Aber diese Woche ist tatsächlich richtig übel. Übel im Sinne von so Aufwand oder was so ansteht. Denn die Jungs von Eskimo Callboy sind die ganze Woche hier in Berlin und drehen halt mit mir MC Thunder 2. Und das ist ziemlich krass, weil die sind ein bisschen chaotisch mit ihrer Drehplanung. Die sind halt gefühlt spontan hierher. Und während wir drehen, klären die für den nächsten Tag sowas wie eine K-Pop-Tanzgruppe noch ab. Ja, also es ist super spontan alles. Und die haben mir einen Tag vor dem Dreh halt den Drehplan geschickt. Und das ist halt so, ja, 8 Uhr da sein, 8 Uhr anfangen. Und der Dreh geht dann bis 0 Uhr. So, 14 Stunden ist schon mal... Ja, ich habe auch noch anderes zu tun. Das muss ich dann irgendwie hinkriegen. Aber das Ding ist... Ich meine, es ist dann cool, ja. Das Passion-Projekt, hat man übel Bock. Aber das Ding ist, es sind ja so 35 Grad. Und Inhalt des Videos ist halt, dass ich viel auf der Flucht bin. Und dann am Ende kämpfe. Und... Das bedeutet, ich muss in
sehr langen Klamotten. Ich will es jetzt noch nicht komplett spoilern. Aber ich werde diesmal sehr lange Gewänder tragen. Und auch viel. Ich trage einfach übel viel. Und falls ihr gerade in Berlin seid, vielleicht seht ihr mich die Tage da einfach rumrennen. Sprinten. Weil hinter mir ein Asiate rennt, der mich umbringen will. Ich bin nur am Sprinten. Und das Ding ist so, weißt du, die filmen das so. Ja, die halten so drauf, so. Gucken sich das dann an. Ja, der Take war schon ganz gut. Aber hier sind wir ein bisschen verwackelt. Schärfe sitzt nicht ganz. Einmal bitte nochmal. So. Und dann sprinte ich nochmal. So, und dann die wieder. So. Gucken sich das an. Ja, der war geil. Wie findest du den? Ja. So, jetzt bitte nochmal als Close. Und zoom ein bisschen näher. Und dann nochmal. Boah, weiß nicht. Ich hätte noch eine andere Idee. Kannst du nochmal dabei die Treppe runter? So. Und so ist der ganze Tag. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin brutal im Arsch. Ich bin auch ein bisschen heiser, weil es gibt doch eine Szene, wie gesagt, da wird gekämpft und da gibt es von mir dann eine Aufnahme wie von Iron Man, wenn der in seinem Kampfanzug ist, weißt du, diese ganz close, aber man sieht quasi nichts und davor ist so ein bisschen holo und der guckt sich Sachen an. Kennt ihr, ne? Und so eine Aufnahme gab es halt von mir auch und haben wir hier unterm Dach gemacht, wo ich nur geschrien habe. Nur. Und es heißt schon einiges, wenn ich, auch nur ein bisschen, aber wenn ich heiser bin. Das heißt echt schon, also dieses Video wird pure Energie. 16 Stunden drehen oder 10 Jahre Troja belagern. Du hast die Wahl. Ja, vor allem, die machen das ja auch in der Hitze hier. Ist noch gar nicht so viel passiert. Also was wir gemacht haben, wir haben mit Sparta gestartet, eine Kampagne. Und wir haben jetzt unsere Sparta-Provinz, Lake Daemon, haben wir quasi jetzt gesichert. Ja, wir haben hier so zwei Städte erobert. Gab so ein bisschen Rebellen oder was das war. So, und jetzt geht wohl das Game dann quasi richtig los. Also wir sind gerade erst gestartet. Hab noch nicht so viel verpasst. Heute Werbestream. Spiel gibt's im Epic Game Store. Gibt einen Link im Chat. Wenn ihr da drauf geht, kriegt das Spiel. Also ihr kriegt es generell umsonst. 24 Stunden lang. Und ab morgen kostet der Bums dann 50 Euro. Ich habe ja einen Wein. Den flöße ich mir ein. Wir haben es gar nicht ausgespült vorher. Naja. Umsonst, ja. 24 Stunden lang. Also wenn ihr euch... Das Ding ist, ihr spielt es nicht 24 Stunden und ab dann müsst ihr es kaufen, sondern wenn ihr es jetzt in diesen 24 Stunden im Epic Game Store euch für 0 Euro kauft, besitzt ihr es. Ihr habt es hier als erstes gehört. Ja, deswegen kaufen für 0 Euro. So, Link ist im Chat, ne Mods? Alter, meine Arm... Also, ist ja super wichtig hier, meine Armschiene ist einfach verrutscht, ne? So. Ich kann eigentlich liegen bleiben. Ah, toller Trunk hier. Oh, Scheiße. Das Ding ist, diese Rüstung, ne, so Leder, ich habe übrigens unnormales Sixpack. Das drückt so ein bisschen das Leder da, deswegen sieht man das tatsächlich. Das ist eine leichte Rüstung, deswegen das drückt da durch. Die ist gar nicht so, die ist sehr statisch. Also es ist jetzt nicht so bequem, wie es aussieht, muss ich sagen. Und irgendwie das Doofe ist, die drückt mir hier in eine Kehle.
Okay. Ja, ich würde sagen, wir ziehen mit unseren Truppen zurück. Ja, Runde zu Ende. Fertig. Fertig. Das Ding ist, der zoomt immer dahin, wo es ist. Aber dieses Diplomatiefenster verdeckt halt die Hälfte des Bildschirms. Ich glaube, es geht hier gerade um Knossos. Genau, das ist die große südliche Insel von Griechenland. So, was wollt ihr? Meine Anwesenheit ist ein Zeichen des guten Willens. Diplomatie neutral wahrscheinlich, ne? Ah ne, ist Kräfteverhältnis. Stärke Rang 41. Und wir 47. Hä, waren wir nicht letzte Runde irgendwie 9? Sehr freundlich. Okay. Einmaliger Tausch. Oh, jetzt wollen die Steine von mir. Doppelklang. Warum wollen die... Ja, komm. Ich hab keinen Bock, da rauszusegeln und die wegzumachen. Eroberungsdrang. Mission erfolgreich. Ich krieg 700 Holz. Okay, Ehre. Epische Mission erteilt. Rekrutiert 3 Einheiten, überruft zu den Waffen. Aktueller Fortschritt 0 von 3. Ein Aufruf an alle Helden. Das ist eine Belohnung. Plus 20 diplomatische Beziehungen mit Achaeern. Okay. Gut. Erlasse können in Provinzen verfügt werden, die ihr beherrscht. Erlasst einen Befehl und ermuntert das Volk dazu, euren Zwecken zu dienen. Hä, aber das habe ich doch schon lange in Auftrag gegeben. Was will er denn von mir? Königliche Erlasse, ne? Diplomatie, göttlicher Wille, Ruf zu den Waffen, spartanische Kolonie. Die Spartaner wissen jede Gelegenheit zu nutzen. Wo niedergebrannte Siedlungen für andere nur Kriegsruinen sind, seht ihr eine Chance, euer Reich auszudehnen. Gibt Provinzen, Provinzerlasse und königliche. Ach so. Ah, okay, muss ich gleich gucken. Ja. Das heißt, das Problem ist, dass dieses Fenster alles verdeckt. Was bringt es mir? Okay, ich sehe es zumindest auf der Map. Krass, das heißt, hier sind Siedlungen, die sind richtig im Ass und ich kann die als Spartaner einfach instant... Macht es Sinn? Ja, ich meine schon, oder? Weil, was sind das für... Warte mal, ich mach das mal weg. Ja, ja, ja. So. Provinzhauptstadt. Hafensiedlung. Das sind beides Hafensiedlungen. Mhm. Die könnte ich mir beide... Ah, nee! Holz. Ja, gönne ich mir, oder? Du kannst die UI runterskalieren. Ah, okay. Ja, ich... Ja, oder? Ich sehe darin jetzt keinen Nachteil. Aha. Jetzt sehen wir hier auch mehr. Sind das auch Ruinen? Provinzhauptstadt. Was ist das für ein Volk? Dionysas. Sehe ich die bei Diplomatie? Mit Diplomatie pflegt ihr Beziehungen zu fremden Mächten. Schließt Handelsabkommen und Bündnisse. Erklärt Kriege und vereinbart Frieden, um Herrscher zu provozieren oder zu besänftigen. Und vergesst nie, dass andere dies als Bedrohung ansehen könnten oder als Chance. Okay. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, ob die Leute hier... Dionysias. Gibt es hier eine Auflistung?
an Fraktionen. Hier, ne? Dionysias, sind die hier? Oder ist das ein Stamm? Ne, das sind bekannte Fraktionen. Sind die unbekannt? Da ist auch so ein Double-Fisch. Schnelles Abkommen? Okay. Na gut, also ich bin jetzt hier gelandet. Und das bringt Holz. Ist doch geil. Aber ich baue das jetzt noch nicht krass aus, glaube ich. Dionysias ist die Stadt. Das Volk heißt anders. Achso, echt? Lol. Nee, ich dachte, dieses Symbol ist... Nee, die Stadt heißt Naxos, oder? Dionysias ist wahrscheinlich die Provinz. Die Stadt ist Naxos. Nee, Provinz ist Kykladen. Alter. Ja, nee, ich glaube, guck mal, hier ist auch dieses Symbol. Und auch hier steht Dionysias. Doch, ich glaube, das ist die Fraktion. Ja, Bits sind ausgestellt. Linksklick zum Untersuchen. Paros, Naxos. Ja, Naxos ist die Stadt. Kann ich irgendwie Übersicht? Woran sehe ich denn? Wem das gehört? Also ich denke mal, das ist dieses Symbol. Die Fraktion ist noch unbekannt. Aha. Okay, na gut, dann chillen wir erstmal. Ist ja auch egal. Gut, also, königlicher Erlass, genau. Aber Provinzenerlass, wo finde ich das denn? So, den lassen wir hier vorrücken. Der fährt zurück. Menelaus of Sparta. Genau. Achso, der kann er nicht vom Schiff wahrscheinlich rekrutieren. Erlass verfügbar. So, wie komme ich hier auf die Erlasse? Übersicht, Garnisonsdetails, Gebäude, Helden, Agenten, Übersicht. Das ist die Übersicht wahrscheinlich. Oh, what? Ups. Provinz, also königliche Erlasse, kann ich hier vielleicht durchschalten? Nö. Warte mal, wurde mir das irgendwo erklärt? Missionen. Ne, genau, das war Erlass verfügbar. Ah, hier. Erlasse. Lasse. Erlasse. Okay. Also, minus 10% Baukosten aller Gebäude. Minus 10 Rekrutierungskosten. Zufriedenheit plus 2. Ja, ich brauche Zufriedenheit. Da ist minus 18. Da sitze ich drüber, aber... Ja, da mache ich Spieler organisieren. Das mache ich jetzt. Zack. Bau möglich. Oh, okay. Ich habe schon... Die Hütte des Steinmetzes. Ja, das ist dieses Early Rush. Wirklich eine tolle Zelte der Steinmaurer. Zack. Okay. Nächste Runde. Ja, Diplomatie, da mache ich es jetzt so. Da lasse ich die Leute auf mich zukommen. Ist das Stream-Rip?
Läuft Tenno, wirklich eine tolle Aktion. Also, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht und hören könnt, aber mein OBS oder mein Internet spinnt brutal rum. Also, die Leistung des Streams wird halt in KB pro Sekunde gemessen. Normalerweise ist der Stream so auf 5000 kb eingestellt. Und das springt hier von 10.000, jetzt gerade 14.000, zu jetzt 3.000, 800, 5.000, 9.000. Ich habe keinen Plan, was abgeht. Aber es geht wieder, lese ich. Okay. Ja, manchmal geht er noch so auf. Ja, es sind immer noch viele ausgelassene Frames. Also springt ultra rum. Willst du den ganzen Stream das Game zocken? Ja. Ich habe schon eine Schlacht gespielt, ja. Tja, also das sind so Sachen, die kann ich leider nicht beeinflussen. Tja. Also bei mir steht halt immer noch problematisch, nicht mehr so krass wie eben, aber immer noch problematisch. Ich bin da halt krass rum. Guck mal, ob ich da was finde. Nee, ist auch egal. Ich kann da eh nichts machen. Ich mache jetzt einfach weiter. Ah, Mission erfolgreich. Nice. Zwar können die Entbehrungen des Krieges zu Verlusten führen, doch in verbündeten Gebieten finden eure Armeen langsam zu alter Stärke. Ja, die heilen sich. Genau, ja. Das habe ich ja schon herausgefunden. Okay, ich soll eine zweite Provinz kontrollieren. Gut, easy. Gehen wir hier, versuchen hier an Land zu gehen. Okay. Wir haben wir so eine globale Mission? Also so eine Overall-Mission? Ja genau, wir sollen Helena zurückbringen. Aber warum gammeln wir hier noch rum, ne? Also Siedlungsverbesserung verfügbar. Ja, in mehreren Städten. Also ich brauche tatsächlich Stein. Gut, das wird gleich gebaut. Ja, dann verbessere ich schon mal Holz. Kleinstadt im Wald. Ehre. Gut. Gemoved sind wir. Erlass. Können wir Diplomatie gucken? Der Typ will da immer noch was. Irgendwo muss der hier sein. Ne, der will nichts. Oh, Schutzbündnis. Kriegskoordinationsziel verfügbar. Mykene, die sind gelb. Mit denen haben wir ein Schutzbündnis. Und die hier, die sind recht fein, sehr unfreundlich. Und mit denen sind wir im Krieg? Crazy. Ja, dann wählen wir jetzt hier. Doppelklang. Oben links. Wählt diese Fraktion aus und weist ihr mit der Schaltfläche oben links in der Liste bekannte Fraktion ein Kriegsziel zu.
Oben links. Es muss ja hier sein, da ist nichts. Meint ihr oben rechts? Bekannter Fraktion. Hier? Ah, Kriegsgold. Ach so. Innerhalb des Fensters oben links. Okay. Doppelklang. Die. Geht nicht? Okay, hat ein bisschen gedauert. Tyrins. Okay. Dann. Ach, das ist Agamemnon. Ja, Ehre. Der alte Mykene. Okay. Geil. Dann haben wir jetzt Krieg. Also, wir hatten schon vorher Krieg, aber jetzt kommt er auch. Ehre. Gut. Ja, dann ziehen wir ab nächster Runde da hoch. Oder, ach nee. Ja doch. Kann ich nur in einer Armee Leute rekrutieren? Oder kann ich auch in der Stadt Einheiten rekrutieren? Agenten rekrutieren und Helden rekrutieren. Ja, ich könnte einen Held rekrutieren. Ich glaube, es wäre eh nicht schlecht unbedingt. Und dann... Oder gibt es hier was? Ziele? Achso, hier habe ich auch Ziele. Ah, schließt alle Schritte der epischen Missionsreihe eures Helden ab. Mhm. Okay. Ergreift Helena, halte zwei Siedlungen. Troja und Knossos. Knossos sollen wir halten? Echt? Ja, krass, mit denen habe ich ja gerade... Denen habe ich gerade Steine geschenkt. Doppelklar. Den Arschlöchern. Na gut. Du schwitzt aber ordentlich. Das sieht nur so aus. Gerade schwitze ich überhaupt gar nicht. Meine Haare sehen ultra messy aus, weil ich vorhin richtig Randale gemacht habe. Ja, ich würde jetzt so einen zweiten Helden, glaube ich, mal holen. Ich glaube, das ist generell nicht schlecht. Nee, nicht Agent. Und Alk Mayo, Alter? Sehe ich mich. Was hat der Eiferer? Der ist von Natur aus ein Krieger und deswegen der Konfrontation wohlgesonnen. Ja, klingt ja gut. Rekrutieren. Okay. So, und mit dem kann ich jetzt Leute rekrutieren. Keulenkrieger. Was ist das? Keulenträger mit Schild. Ach. Ach, jeder Held hat so seine speziellen Units, oder wie? Weil er kann jetzt hier Keulenkrieger, während Menelaos, mein anderer Held, da halt andere hatte. Hm. Konnte man das irgendwie vorher ansehen? Kommandant mit Schild. Na gut, okay. Ja, nehmen wir hier... Drei... Ah! Ich kann runter... Ich kann... Wait. Ah, okay. Ich kann mir die auch genauer angucken. Kann ich die nochmal rückgängig machen? Ich kann runterscrollen. Alter. Speerträger mit Schild. Speerträger. Streitwagen. Berühmte Schleuderer. Plänkler. Das sind, glaube ich, Speerwerfer. Wurfspeereinheiten. Wurfspeerinfanterie. Alter. Okay, und die hier? Speerträger mit Schild. Infanterie mit Speer und Schild. Mittelschwer an vorderster Front. Ja, da sehe ich mich doch. Dann Speerträger. Auch mittelschwer. Guter Sturmangriff. Mhm. Dann nehme ich die hier noch. Richtige Tanks. Ehre. Alk Mayo. Alk Mayo bildet die Tanks aus. Okay. Dann würde ich mal sagen, nächste Runde. Der kann die ja wahrscheinlich auch an Menelaos transferieren. Militärischer Zugang. Jo, sehr gerne. Jetzt kann ich wahrscheinlich durch sein Land und er durch meins. Alter, was haben die für ein Reich? Die haben eine fette Provinz. Wobei... Aber die haben auch 80 Nachbarn, ne? Die haben auch 80 Nachbarn.
Ich soll den hier... Warum wollen die immer, dass ich... Dass ich denen was schenke? Nee, ich... Also ab jetzt wird nichts mehr geschenkt. Ja. Ich sehe das nicht mehr ein. Mission erfolgreich. Geil. Der Segen der Götter kann durch irdische Verehrung erbeten werden. Baut einen Altar zu Ehren eines Olympiers, um seine Gunst zu erlangen. Okay. Nicht alle, die euch dienen, geben ihr Bestes. Seht, die mangelnde Motivation dieses Untergebenen macht ihn träge. Vielleicht sogar zu einer Last. Er hier? Muss vorgegangen werden. Die Leistungsfähigkeit von Helden richtet sich danach, wie motiviert sie sind, ihre Pflichten zu erfüllen. Es obliegt der Verantwortung von Herrschern, in ihren Truppen Eifer und Zuversicht zu wecken, damit diese im Gegenzug mit ehrhafter Tapferkeit ihre Befehle befolgen. Wenn die Motivation eines Helden zu tief sinkt, leiden sowohl seine Leistung im Gefecht als auch die Zufriedenheit und euer Einfluss in der lokalen Provinz. Aha. So, jetzt kriege ich 20 Gold pro Runde. Das ist halt Ehre. Verbündeter macht gegen Siedlung mobil. Geil. Okay. So. Wir können königlichen Erlass machen. Da würde ich jetzt sagen, dass wir... mehr... Wir kriegen 800 Holz? Holy shit. Ach, nee. Krass. Ja, dann, dass wir mehr Stein kriegen. Da ist die Frage, wie viel wir von was... Na gut. Okay. Kann ja sein, dass man deutlich mehr Stein als Holz braucht oder umgedreht. Ich glaube wahrscheinlich umgedreht. Okay, und er hier hat 4 Motivation. Das ist aber gut. 4 Motivation ist gut. Gut, wenn er da oben schon belagert... Ja gut, es sind aber 3 Städte. Nee, oder? Ach nee, die sind von einer anderen Provinz, oder? Kreuzen und das. Aber das besitzen die gar nicht. Das sind übel die kleinen Loser. Okay. Ja, ich würde sagen... Pylos, die haben wir anscheinend noch nicht entdeckt. Richtig? Aber die hier, die wollten gerade, dass wir denen was schenken. Doppelklang. Aber die haben wir auch noch nicht entdeckt. Arcadia. Ah, wait. Die haben hier Arkadien und Pylos. Das ist eine Provinz. Okay, ich würde einfach mal reingehen und gucken, was passiert. Ach, der kann gar nicht marschieren. Aber du kannst marschieren. Okay. Crazy shit. Okay. Warum kann er jetzt nicht moven? Weil dieser Armee kann sich nicht bewegen, während sie neue Einheiten rekrutiert. Ach so. Ja, okay, dann ist das so, denke ich. So, Siedlungsverbesserung. Dorf im Wald. Ja, Abfahrt. Kriege ich mehr Holz. Alle weg. Okay. Okay. Ja gut, nächste Runde. Ja, ich muss die Runde mal ein bisschen schneller spielen. Achilles, Alter. Okay, der gibt mir Stein und kriegt Nahrung. Machen wir. Ja, Achilles will ich nicht zum Feind. Bin ich ehrlich. Ich glaube, das ist ungesund. A welcome boost. Epische Mission erfolgreich.
Sind die jetzt alle gleichzeitig gekommen? Ares hat euch für euren Heldenmut gesegnet. Ah ja, ich soll einen Tempel bauen. Durch eure Taten erlangt ihr mehr Erfahrung und so die Möglichkeit, eure Fähigkeiten noch weiter zu schulen. Nun müsst ihr nur noch entscheiden, was sich für euch zu lernen lohnt. Mhm. Eure Helden und Agenten sammeln Erfahrung während Kämpfen oder... Was ist der Unterschied zwischen Helden und Agenten? Müssen wir einen Agenten rekrutieren, wa? Okay. Ja, das habe ich tatsächlich schon gemacht. Okay. Kykladen, baumöglich. Ja, ich kann überall bauen. Ich habe recht viel Ressourcen. Aber ich soll einen Tempel bauen. Ich glaube, ich würde einen Tempel bauen. Weil... Kann ich gar nicht. Ich habe gar keinen Bauplatz. Offen. Da habe ich einen Bauplatz. Okay. Dann mache ich das hier. Nee, wait. Kann ich gar nicht, ne? Das kann ich nur hier. Dann reiße ich das hier ab. Das Einberufungsding. Zack. Das dauert eine Runde. Okay. So, habe ich sonst noch... Ja, dann... Siedlungsverbesserung. Oh, lol. Ich habe hier einen Slot. Zählt der Holzfäller. Oder Einkommen aller Ressourcen, 5%. Das macht minus 1 Zufriedenheit. Ich habe generell richtig Probleme mit Zufriedenheit. Gibt es Gebäude, die Zufriedenheit hoch? Ja, Zufriedenheit plus 1. Minus 1 Rekrutierungszeit für alle Einheiten, die über Ruf zu den Waffen rekrutiert werden. Ehre. Und Gunst des Zeus. Aber gibt es noch Gebäude, die noch eher für Zufriedenheit sorgen? Zumindest nicht da. Naja, plus 1 Zufriedenheit. Ich brauche halt übel dringend Zufriedenheit, weil wenn ihr das hier mal seht, links unten, ich habe halt minus 29 in der Provinz und kriege jede Runde minus 1. Ich glaube, ich würde das dann jetzt einfach mal bauen. Bin ich ehrlich. So, den kann ich jetzt bewegen. Ich gehe da jetzt mal rein und gucke, was passiert. Der Angriff auf fremdes Eigentum ist ein Kriegsakt. Ja. Weiß ich. Habe ich jetzt... Arcadia. Diplomatie. Warum geht der immer automatisch zu Ajax? Arcadia. So. Kräfteverhältnis. Oh, wait, was ist das? Achso. Ach, ich sehe, mit wem die im Krieg sind. I see. Theoretisch könnte ich da hinlatschen und die halt boxen. Die hier sind auch richtig bad. Das sind die. Ich könnte hier hoch und die komplett weg einnehmen und dann die. Die sind beide bad. Weil das ist ja das Kräfteverhältnis. Freundlich. Was meint ihr? Immer diese Zufriedenheit. Sollen froh sein, dass Spandau das regelt. Ja, hast auch recht. Also, wenn ich die jetzt hier anklicke, der sieht doch schon so aus, als ob der auf die Fresse braucht. Haben die ein Bündnis? Nee. Militärische Verbündete. Oh, die Arcadia. Ja. Ich brauche halt jetzt mal Krieg, bin ich ehrlich. Wie kann ich denn hier Krieg... Krieg machen? Tauschabkommen?
Schnelles Abkommen. Ah. Militär- und Verteidigungsbündnis. Konföderation anbieten. Konföderation? Ich kann mit Argos verhandeln. Was bringt mir das? Ach, kann ich nur mit... Kann ich nur mit, Verbündeten verhandeln? Ah, das kostet Sachen. Militärische Verbünde verpflichten sich zur gegenseitigen Unterstützung, wenn einer von ihren anderen Helden oder eine andere Fraktion angegriffen würde. Ja, okay. Hier steht's auch. Konföderation. Bittet die andere Fraktion, euer Konföderation beizutreten. Seid ihr stark genug, um den Vorschlag an. Vernichtet sich die Fraktion mit... vermischt sich die Fraktion mit eurer eigenen. Ihre Siedlung und Armeen gehen in eurem Besitz über. Aber was ist das für eine Währung? Also welcher Wert sinkt oder was kostet 121? Ja, vielleicht sollte ich noch nicht unbedingt jetzt super viel Bündniskram machen. Weil das wird einem vielleicht auch noch erklärt. Ja, ich verlasse die Verhandlung. Also könnte ich mir gut vorstellen. Wir gehen da durch. Okay. Einkommen. Tja. Okay. So, gib dir mal bitte all deine Truppen. So, und du verpisst dich jetzt wieder. Du bist nur für Truppentransport da. So, wir machen die jetzt weg. Ist mir scheißegal. Ich greife die einfach an, ist mir egal. Ohne Kriegserklärung ist mir alles egal. So, Bau möglich. Kann ich Hafen reparieren? Was bringt mir das? Wachstum, Nahrung pro Runde, Einkommen aller Ressourcen. Ja, klingt gut. Bau möglich. Aber das reiße ich wieder ab. Das ist scheiße. Kann ich irgendwie checken? Ah! Steuern minus 5 Zufriedenheit und Instabilität der Provinz. Wieso ist meine Provinz instabil? Seid ihr... Hä? Ich habe die alle weggemacht. Wieso ist meine Provinz instabil? Tempel bauen, stimmt. Aber dafür muss ich hier erst einen Slot frei haben. Nächste Runde, okay. Ich mache es mal weiter. Ach, komisch, dass mich keiner fragt, jo, warum gehst du durch mein Land? Kulturstufe gestiegen. Zeus. Unsere Tempel, die wir nicht haben, und Rituale entzücken die Götter. Okay. So. Du kannst ja auch... Genau. Du kannst ja auch in feindlichen Gebiet... Oh, schöner Streitwagen. Es hieß ja eine Beschreibung von Spartanern... Läuft Tenno, wirklich eine tolle. Dass die richtig sick mit Schleuderern sind. Die kosten Bronze pro Runde. Alter, wir verlieren 10 Bronze pro Runde. Ich verliere auch Stein pro Runde. Ach, weil ich gerade baue, oder? Die kosten Nahrung und Holz. Ja, ein bisschen Kavallerie. Aber das ist echt viel Holz. Ich glaube, ich nehme noch ein paar Billo-Units, oder? Die nur Nahrung kosten. Hier so junge Speerträger. Die sind gut mit Sturmangriff. Schwach gegen Geschosse.
Gut, die kann man vielleicht ein bisschen verstecken. 1, 2, 3. Zwar ist eure Begeisterung beim Ausbau eurer Armeen lobenswert, doch ihr könnt nur eine gewisse Menge an Kriegern gleichzeitig ausbilden. Eure neuesten Rekruten werden zu gegebener Zeit an der Reihe sein. Seine Aussage ist immer so nichts aussagend, ne? Aber ich muss eben noch mal meine Ampore hier nachfüllen. Boah, da geht alles rein. Also so, zwar ist eure Begeisterung beim Ausbau eurer Armee lobenswert, doch ihr könnt nur eine gewisse Menge an Kriegern gleichzeitig ausbilden. Eure neuesten Rekruten werden zu gegebener Zeit an der Reihe sein. Was will der Typ mir sagen? So, und darunter dann immer gefühlt die Übersetzung. Ich glaube, er will mir sagen, ich habe 20 Slots und mehr 20 geht nicht. Ich glaube, das ist alles. Ja, Kulturstufe gestiegen. So, ich kann ein paar Sachen machen. Nicht zugewiesene Fähigkeitspunkte. So, ich kann jetzt hier weiter skillen. Das, I guess. Okay. Geschafft. Siedlungsverbesserung. Ja, noch dann den Schrein. Dann wären wir noch zufriedener, I guess. Oh, und ich habe hier einen Bauslot. So, was habe ich hier? Steinbruch und der Steinbruch. Genau. Okay. Ich könnte so ein Leuchtfeuer bauen. Da kriegen alle Einheiten mehr Erfahrung, die in der Provinz sind. Und ich habe Sichtweite der Region. Region ist ja in einer Provinz untergeordnet, denke ich. Wachhaus. Fremdenlager. Oder ich mache halt noch so ein Gerät hier. Erzschmelze, geht Zufriedenheit runter. Einfluss, ja, ist auch so eine Sache, ne? Aber ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Einfluss kriege ich auch irgendwie gefixt, notfalls. So, ja, bauen kann ich jetzt nicht mehr, denke ich, oder? Hier? Nee, keine Ressourcen. Okay. Gehen wir nächste Runde, oder? Kann er noch moven? Okay, also. Also ich gehe jetzt rein und boxe sie zur Seite. Ohne Kriegserklärung. Geil, okay. Macht er automatisch. Krieg erklärt? Arkadier haben den Itakan den Krieg erklärt. Bevölkerungsüberschuss, Provinz Lakedaimon. Was heißt das? Das Volk dieser Provinz gedeiht. Womöglich ist es an der Zeit, die dortigen Gebäude auszubauen. Ja, geil. Ehre. So, errichtet Gebäude. Bauarbeiterquartiere. Bau abgeschlossen. Ja, okay. Die Leute lieben mich. Siedlungsverbesserung. Alter, ich kann richtig viele Sachen machen. Ummauerte Stadt. Kann ich upgraden. Auf Stufe 3. Alter, das bringt ja richtig viel. Ehre. So. Und jetzt geht Sparta hier rein. A true soldier. Ach, der rekrutiert. Okay. Kann er sich nicht auch einfach anschließen, dass ich dann zwei Helden habe?
Anscheinend nicht. Okay, dann beenden wir die Runde. So. Die Zeit des Krieges beginnt. Die der Diplomatie endet. Differenzen lassen sich jetzt nur noch im Kampf beilegen. Läuft, Hanno. Wirklich eine tolle Aktion. Okay. Fraktionen können gegeneinander Krieg führen, um Territorien zu erobern und ihre militärische Überlegenheit zu beweisen. Ihr könnt auf diplomatischem Wege Krieg erklären, ohne direkt eine Feindliche. Siehst du? Gut, dass ich gewartet habe. Ich wollte da gerade einmarschieren. So, wem denn? Abteron. Althaimenes, Alter. Das sind die, ja, wo seid denn ihr? Ach, hier unten, wa? Alter, jetzt muss ich da rüber schippern? Na gut, hilft nichts, denke ich. Warte mal, die haben einen Nicht-Angriffspakt mit Knossos. Ach, die sind auf Knossos, aber die sind nicht. Nee, Knossos. Knossos ist das alles. Aber okay. Ja. Eure Verbündeten, Mykene und Treuzen. Was? Wo ist denn Treuzen? Unentdeckte Fraktion. Mykene ist hier oben. Die führen gerade schon, ja. Oder sind die fertig mit Krieg? Okay, dann Beistand erbitten. Brauche ich nicht, oder? Ja, schadet aber auch nicht, oder? Bei Crusader Kings schadet das. Egal. Krieg erklärt. Ares soll entscheiden. Hey, hab ich doch gerade. Jetzt nochmal, oder was? Achso, das war nochmal so. Ja, okay. So, was will er? Okay, das ist hier mein neuer Nachbar. Der will militärischen Zugang und gibt mir dafür 200 Holz. Das ist Ehre. Weißt du, so, ich lasse mich gern bezahlen. Einige natürliche Ressourcen sind selten und nur in bestimmten Gebieten zu finden. Solche Orte können zwar erobert werden, doch die Ressourcen lassen sich auch tauschen, falls ein geeignetes Abkommen geschlossen wird. Ich habe ja Gold. Zum Beispiel. Schließ mittels Diplomatie ein Tauschabkommen ab. Gerne. Fraktion vernichtet. Ach, die haben da oben ran. Ist so geil, ne? Ich habe den hier oben gesagt, yo, wir bumsen euch weg. Meine Mates gehen da rein, löschen die komplett aus, obwohl ich den Krieg erklärt habe und keinen Finger gerührt habe. So geht das. Das ist strategisches Geschick. Ne? Okay, ja, dann dadurch ist ja auch mein Verbündeter mächtiger geworden, I guess, oder? Warte mal, kann ich doch gucken. Diplomatischer Status. Ja, der hat hier das unten eingenommen. Ehre. Gönn ich ihm. Gönn ich ihm. Okay, du kannst immer noch nicht moven. Weil du immer noch rekrutierst? Hast du gesoffen? Der hat da irgendwie ein Lager errichtet. Läuft. Kann der nächste Runde rennen? Eine tolle Aktion. Das sind so viele Fragen, ne? Ja, ich muss ihn rekrutieren lassen. Da mach ich nochmal. Ruf zu den Waffen. Ist das eigentlich billiger? Gibt's da mal. Also. 124. Oh. Ja. Das ist einfach doppelt so teuer. Holy Scheiße. Holy. Nee, hier nicht. Doch. Ja, doppelt nicht unbedingt. I can do that. Sehr gut. So, ein bitte. Okay. Was kann ich machen? Siedlungsverbesserung. Das ist halt immer Ehre. Ethis. Ja, Nahrung, mehr Billotruppen. So sehe ich das. Und ich meine, oh, es gibt auch. Oh, ich zeig mal ein bisschen Knie, ja, wenn ihr erlaubt. Es gibt ja durchaus. Also, ne, das ist so.
Ein bisschen wie bei Schlacht um Mittelerde Mordor spielen. Einfach ein paar Orks reinjäten. Du bist noch in der Lagerstellung. Wie breche ich ihn ab? Hier? Stellung Lager. Stellung Marsch. Ja. Oh lol, okay. Hä? Okay, wir gehen richtig ins Wasser. Okay. Baumöglich. Nö, das ist veraltet. So, hier kann ich was bauen. Aber ich habe keine Ressourcen. Oh, nächste Runde. Läuft, Tenno. Wirklich eine tolle Aktion. Er hat Beine? What the fuck? Ja, ist ähnlich wie Sif, ne? Knossos meldet sich. So. Läuft, Tenno. Wirklich eine ich habe eine epische eine epische Mission, dass ich Knossos wegboxen muss. Militärischer Zugang wollen die. Und dafür geben sie mir Holz. Ich mache mal ein Gegenangebot, ja? Du trittst mir im Krieg bei. Nee. Ich erkläre dir den Krieg. Nee. Okay. Ach komm, die schenken mir Holz und dürfen durch mein Land tapern. Sollen sie. Macht. Werde. Eure Kriegsbestrebungen können gestärkt werden, indem ihr eine weitere Armee einberuft. Setzt einen Helden als neuen Befehlshaber. Habe ich doch schon. Versucht, Feinde in einen Hinterhalt zu locken. Sucht einen Ort, an dem ihr eure Armee verbergen könnt, um sie zu überraschen. Eine Armee kann sich auf die Lauer legen, indem sie die Hinterhaltstellung, indem sie in Hinterhaltstellung geht. Dadurch bleibt sie vor feindlichen Armeen verborgen, bis diese in die Falle tappen. Hier auf der strategischen Map oder innerhalb eines Matches. Ist ein Hinterhalt erfolgreich, kommt zu einem Hinterhaltsgefecht. Aha. So, was ist hier los? Die Bauern berichten, dass diese Saison ungewöhnlich trocken ist. Ja, 2020. Dies droht, ihre harte Arbeit zunichte zu machen und ihr Getreide zu vernichten. Ja, dann auf Fischerei verlassen, oder? So, müsst ihr halt gucken. Ey. Ihr habt da eine Insel und überall Wasser drum. Ich brauche jetzt Performance. Auf der Map. Crazy. Okay, so, wir schippern da jetzt rüber und hauen den aufs Maul. Oder? Was meint ihr, Chat? Die sind zwar ein bisschen weit weg, aber die beiden, ne? So, wir legen genau, wir fahren in deren Hafen und boxen die. So, wie man das in Sparta macht. Mit ordentlich... Also, es sind nicht wenig Truppen. Es sind nicht wenig Truppen. So, zweiten Held habe ich. Habe ich rekrutiert. Baumöglich. Ja, könnt ihr jetzt da mal langsam was Nützliches bauen? Geht doch. Und, oh, hier kann ich... was... Neues bauen. Wann kann ich hier eigentlich upgraden? Achso, das kostet einfach. Ja. Aber guck mal, dann baue ich hier jetzt einfach auch ein Gebäude, was Einfluss bringt, oder? Was bringt so ein Fremdenlager? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das kostet Gold. Gold haben wir. Und Gunst Zeus. Ich denke mal, wir werden dann Zeus auswählen. Okay, nächste Runde. Achilles. Der will Bronze von mir. Ja, was krieg ich denn dafür, du Affensohn? Du gibst mir... Nein. Kann ich nicht sagen, du gibst mir Ressourcen?
Der ist im Krieg mit 5 Fraktionen. Junge, dein Knie macht mich wuschig. Ist so kaum zu sehen. Beruhigt euch bitte. Also was denkt er denn? Er ist mit 5 Leuten im Krieg. Mit 5. Und will von mir einfach mal Bronze. Ich bin auf der anderen Seite der Map. Achilles ist halt so dumm, ne? Der hat Muckis. Aber dann kriegt er einen Pfeil in die Sehne. Stärke Rang 4. Das würde mich mal interessieren. Bedeutet das, er ist Platz 4? Und ich bin 5? Also das kannst du dir in den Arsch stecken. Und wir können gern nicht Angriffspakt machen. So. Geht doch, Ehre. Das ist immer, brauchen wir nur... Diomedes. Gemeinsam werden wir es weit bringen. Ich soll dem 100... Lese ich das richtig? Sind die alle dumm? Ich soll den 140 Stein geben und nach 5 Runden oder für 5 Runden nochmal 85. Ja, 5 Runden lang nochmal 85 Steine. Und dafür kriege ich 5 Runden lang Holz. Sag mal. Und nicht Angriffspakt. Ach so. Ja, aber ihr seid übel schwach. Und ich mache dir ein Gegenangebot. Du wirst einverleibt. Ultimatum. Verlangt, dass die andere Fraktion das aktuelle Gebot annimmt und droht anderweitig mit Krieg. Und das Nicht-Angriffspakt-Ding kannst du in den Arsch stecken. Das Ding ist, ich fahre hier gerade runter. Aber ich, also trotzdem, das Ultimatum geht raus. Ja. Wurde abgelehnt. Ich brauche erstmal einen Beruhigungsschluck. Unzuverlässig? Ja, dann gibt's jetzt Krieg. Warte mal. Ja, gibt's schon. Ehre. Dann gehe ich jetzt erst dahin. Ganz klar. Was will er denn? Wo will er denn hin? Alter, Stufe 5. Da bin ich drüber. Aber egal. Epische Mission erteilt. Kolonisiert mit Hilfe der Spielmechanik spartanische Kolonien eine Siedlung. Habe ich schon. Eigenschaft erhalten. Seefahrer. Okay, aber tatsächlich kannst du direkt wieder um... Ja, wobei, wenn er schneller zu Wasser ist... So, wir ändern den Kurs. Und fahren nach Norden. Weil ganz ehrlich, die Leute hier unten, die kommen eh nicht an. Das ist so ein Tutorial-Krieg da unten. Ich muss da hin und die erobern. Aber die werden nie kommen. Ich schwöre euch das. Die werden nicht kommen. So, ich krieg 3200 Nahrung wieder drum. Da wird ein bisschen jetzt rekrutiert. Richtige Billo-Leute. Die Axt-Leute, die kosten... Die sind bestimmt... Oder hier so weit. 2. Oh, ich will auch nicht so eine Mix-Truppe. Ich mag das nicht. Also, wir nehmen richtig viel Speerkämpfer. So... Und weg dafür. Das ist in Ordnung. So. Bau möglich. Ich kann auch verbessern. Wo hapert es denn gerade? Stein. Stein hapert es ein bisschen. Ist das hier Stein? Werkstatt des Steinschmetzes. Schmetzes. Werkstatt des Steinschmetzes. Verliere ich Einfluss in der Provinz. Ich würde lieber das hier upgraden. Dafür brauche ich Holz. Generell, also... Ah, und Bronze. Ich verliere die ganze Zeit Bronze. Wie kriege ich denn Bronze? Zufriedenheit, Gunst des Zeus, Rekrutierungszeit für alleine. Wie kriege ich Bronze? Das will ich... Oh, lecker.
Lecker. Ja, ich habe minus 10, ist mir auch schon aufgefallen. Doppelklang. Wegen meinen Einheiten. Ich habe irgendwo eine Einheit, die halt... Ich kriege aber auch Bronze. Durch königliche Erlasse. Ach so. Hm. Da kann ich nächste Runde theoretisch schon mal nach... Wisst ihr was? Ich spare und gehe dann hier auf Lager der Steinhauer Stufe 2. Das glaube ich am besten. So. Ansonsten, also ich würde jetzt noch mal ein bisschen Diplomatie machen wollen. Warum gehe ich immer zu Ajax Amsterdam mit Salami Boy? Also, Mykene, pass mal auf. Agamemnon, du bist doch mein Bruder. Alter, der ist ja mit allen befreundet. Stärke Rang 3. Wieso bin ich unzuverlässig? Verräterische Handlung wie ein Angriff auf Verbündete verringert eure Verlässlichkeit. Habe ich nicht gemacht. Kriege ich das? Werde ich unzuverlässig, weil ich deren Kackangebote ablehne? Ich hoffe nicht. Weil das sind Kackangebote, die lehnt man ab. So ein Ultimatum kann man auch stellen. Was hat das mit Unzuverlässigkeit zu tun, Ultimatum zu stellen? Da bin ich, wenn, Choleriker. Aber nicht unzuverlässig. Du hast einen Nicht-Angriffspakt gebrochen. Oh, Tatsache. So, was wäre er schon wieder? Läuft, Tenno. Wirklich eine tolle Aktion. Ach, hier. Ach! Das Abkommen bedeutet, welche Abkommen haben wir? Das heißt, ich hatte mit denen hier nicht Angriffspakt und habe den tatsächlich gebrochen. Ich dachte, das ist ein zusätzlicher Verhandlungsposten. Lol. Ja, scheiße gelaufen. Aber es geht tatsächlich mit jeder Runde anscheinend ein Runde. Ich war mit denen befreundet. Ja, aber die müssen einverleibt werden. Also, so läuft das nun mal. So, und warum will er 80.000 Ressourcen? Sag mal, da mache ich mal wieder ein Gegenangebot, ja? Du kannst das hier dir mal in den Arsch stecken. Und das auch. Hä? Regionen handeln? Lol. Ich könnte die Region dem geben und krieg dafür vielleicht eine andere. Nee. Einmaliger Tausch. Pass auf. Ich geb dir Nahrung. 5. Und du gibst mir ne, 500 Holz. Die Haltung der gewählten Fraktion zu den Abkommen. Ist der Wert positiv, wird sie zustimmen. Oh, 50? 5? Was ist dein Problem? Ja, ganz ehrlich, du kannst dich mal richtig kreuzweise in your ass, verstehst du mich mal? Mächtige mythische Einheiten können sich euren Armeen im Kampf anschließen. Diese unvergleichlichen Krieger und grausigen Bestien erfüllen alle mit Schrecken, die töricht genug sind, gegen euch zu kämpfen. Heißt es, man kann Minotauren und so rekrutieren? Rekrutiert eine mythische Einheit. Eure Streitkräfte können durch die Rekrutierung mythischer Einheiten erheblich verstärkt werden. Diese mächtigen, aber schwer zu erlangenden Einheiten können nur in bestimmten Siedlungen rekrutiert werden oder wenn ihr die Gunst bestimmter Götter habt. Hier erfahrt ihr mehrere mythische Einheiten. Ups. Super. Double Click. Riesen, Zentauren, Harpien, Sirenen. Habe ich in der Küche? Ah, nee, das wäre dumm. Nee, in der Küche hat man keine. Okay. Spaten. Spaten. Die Spaten basieren auf der Legende von Kriegern, die aus Drachenzähmern wuchsen. Danke, Puzzle. Spaten haben wir im Chat genug. Also. Okay.
Ein epischer Agent erscheint an der Fraktionshauptstadt. Okay, wie rekrutiere ich die? Nur in bestimmten Städten. Oh, okay. Der Bau hier ist abgeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt meinen Tempel bauen. So, welchen nehmen wir? Krieg. Ares. Kapazität für Priesterin. Rekrutierung von Priestern. 6% Sturmangriff bei Rekrutierung von Einheiten in der Provinz. Plus 4 Nahkampfangriff für alle Einheiten. Minus 25% Kosten einer Hekatombe. Wie ist es mit Zeus? Da haben wir ja schon einiges gemacht. Einfluss in dieser Provinz. Minus 5% Baukosten aller Gebäude. Ja, aber wir nehmen Ares, ne? Es muss ja aufs Maul geben. Okay. So, meiner Region geht's ziemlich gut und wir können das hier noch verbessern. Ne, machen wir aber nicht. Wir sparen. Und wir machen königlichen Erlass. Wir brauchen Holz. So. Okay, wir schippern hier weiter. Hat er gesagt, sail elegant, Alter? So, moin moin. Was ist denn hier die Hauptstadt? Argos, da oben. Okay, ich würde sagen, wir nehmen... Nee, wir nehmen die erst. So. Und wir machen eine kleine... Nee, der rekrutiert. Okay. Ja, dann... Mythische Einheiten. Gute Frage. Gute Frage. Wahrscheinlich, wenn ich den anklicke, rekrutieren... Läuft, Tenno. Wirklich eine tolle Weiß das wer, wie ich die rekrutiere? Hat er das hier gesagt? Ich sehe jetzt hier... Keulenkrieger. Ereignisse, Helden, Provinzen. Ach, hier kann ich auch bekannte Fraktionen mir angucken. Ach so. Okay. Auf der Insel vielleicht? Ja, er hat ja gesagt. Also vielleicht war es auch nur ein Hinweis, aber ich habe ja eine Aufgabe, ich soll eine rekrutieren. Ich würde mal noch so eine Kolonie machen. Es sind keine Siedlungen zur Kolonisierung verfügbar. Schade. Eure Freunde respektieren euch, edler Menelaos. Verbündete können euch ihre Krieger zur Rekrutierung bereitstellen, um eurer Sache zu helfen. Mykene. Lol. Agamemnons Gefährten. Bögen von Mykene. Agamemnons Wachen. Okay, krass. Ja, stimmt, das war ja auch eine Fähigkeit. So, göttlicher Wille. Zeusy Boy. Hera blinkt. Ach ja, den habe ich Stufe 2, genau. Ah! Das ist die Ansicht, wo... Da habe ich mich ja gewundert. So, hä, Kulturstufe 2 mit Zeus, okay. Aber was heißt das? Und das ist hier, glaube ich, weil ich 120 Hingabe habe. Ne, Gunst. Bin ich Stufe 2. Nahkampfangriff von Keuleneinheiten. Aha. Was macht denn Ares? In den Stufe 3. Sturmangriff von allen Einheiten. Alle Helden jagen in der Schlacht feindliche Einheiten Angst ein. Schaltet Rekrutierung von Spaten frei. Geil.
Bei Zeus sind es Minotauren. Bei Apollon Seherin. Okay, okay, okay. Okay. Ja, ich denke, ich kann irgendwie jetzt Gebete machen. Gunst von Hera. Ja, da gucken wir später nochmal. Okay. Ja, würde ich nächste Runde machen. Also nochmal hier angemerkt, das Spiel ist 24 Stunden umsonst erhältlich im Epic Games Store. Link im Chat. Liebe Mods. Und das geht bis morgen. Und ab dann kostet es 50 Tacken. Also gönnt euch. So, was will er? Klytios. Korinther. Aber die sind besoffen. Die sind so besoffen. Nein. Ich habe auch gar keinen Bock, dir jetzt ein Gegenangebot vorzuschlagen. Also... Haus der Götter, errichtet ein... Ja, Mission erfolgreich. Geil, Tempel ist fertig. Nun könnt ihr einen Agenten rekrutieren. Diese Einheiten können frei hinter feindlichen Linien agieren. Und unabhängig... Okay. Gut. Sollte euch missmutiges Geflüster erreichen, so verhindert Aufstände durch militärische Präsenz. Oder seht davon ab. Denn nur eine zufriedene Bevölkerung führt zu einer langen, glücklichen Herrschaft. Kulturstufe Ares, sehr gut. Ja, die sind sehr unzufrieden. Meine Kolonie. Das Ding ist... Ja, dann rekrutiere ich hier meinen Helden. Anchialos. Kämpfer... Verteidiger, ist doch so... Verteidiger. Komm, Verteidiger. So, habe ich die Aufgabe auch fertig. So, und der rekrutiert zwei so eine... Beluana, oder drei. Drei so eine Beluana. Easy. So, dann... Ja, hier ist Zufriedenheit scheiße, I see. Dann machen wir eine Kleinstadt im Wald. Nee, machen wir das? Kann ich in Sparta auch bauen? Ja, oder auch verbessern. Ich könnte dort prachtvolle Häuser bauen. Plus 70 Wachstum. Das ist sick. Die Frage ist, was macht genau Wachstum? Wachstum erzeugt einen Bevölkerungsüberschuss, der zum Verbessern eurer Siedlung nötig ist. Ah. Okay. Übrigens, da kriege ich auch neue Units. Lakon, Speerträger mit Schilden. Achso, nee, steht gar nicht unbereit. Achso. Na gut. So. Dann gehen wir jetzt mit Agamemnon, Menelaos, hier angreifen. Die Frage ist, die Armee kann die derzeit, kann in ihrer derzeitigen Stellung nicht angreifen. Why? Warum? Was ist denn die Stellung? Stellung Hinterhalt, Stellung Raubzug. Take everything. Stellung Raubzug. Wo sehe ich, wie viele Truppen diese Stadt hat? Egal, rein. Menelaus of Sparta. Geht noch nicht. Nächste Runde. Okay. Alkmaio. Alkmaio könnte sich bewegen. Und das macht er auch. Ich darf hier durchgehen, ne? Ihr erlaubt? Super. So. Hier könnte ich auch jetzt noch ein paar Sachen verbessern. Aber nicht die guten. Okay, nächste Runde. Also jetzt langsam... Nein!
In Krisenzeiten kann eine Hekatombe durchgeführt werden. Eine Hektabombe. Um den Beistand eines verehrten Gottes zu ersuchen. Dieses Opferritual kann große Vorteile bringen, ist aber kostspielig. Aber ich habe keine Krisenzeit. Ich bin gerade im Vormarsch. Aber ich krieg ein bisschen... Eure Truppen können Schiffe bauen, um über das Meer zu reisen. Wenn Poseidon mit ihnen ist, das weiß ich reisen doch. Sie schnell wie der Wind über die Wellen. Die Info kam jetzt wirklich spät. Ne? Flutwellen. Oh. Das ist hier unten, ne? Oh, hier unten. Okay, ja. Gut. Scheiße. Okay, Siedlungsverbesserung. Ja. Machen wir. Kann ich eine Kolonie machen? Nee. Aber ich glaube, weil ich keinen Slot frei habe. Okay, hier kann ich Gebäude bauen. Wait, ich kann zwei Gebäude bauen? Läuft, Tenno. Wirklich eine tolle Aktion. Okay. Menelaus, Schwurkämpfer. Ja, okay. Hier werden Einheiten freigeschaltet. Lakonische Schwertkämpfer. Gepanzerte Speerträger. Gepanzerte Stürmer. Es ist kind of weird, dass Sparta hier so auf Äxte und Schleuderer geht. Finde ich. Militärlager. Ermöglicht Rekrutierung von leichte Speerläufer. Gut, gepanzerte Stürmerscheine. Ja, okay. Gucken wir mal. Actually ist es, glaube ich, doch gut, hier in Sparta das zu bauen. Dann reiße ich das da bei der anderen Stadt ab. In Kythira. Weil... Ich glaube, ich werde das... Ich habe hier halt viele Slots. Und hier nicht. Und hier kann ich halt deutlich mehr machen. Hier kann ich dann noch später mal einfach so ein Ding hier reinballern. Wenn die Stadtstufe 5 ist. Oder kann ich das machen neben dem Gesandter? Also kann ich eine Halle des Stammesfürsten bauen? Ohne, dass das hier abgerissen wird? Ich denke, oder? Sonst würde es ja nicht angeboten sein. So, machen wir so. Das wird abgerissen. So. Okay. Dann greifen wir hier jetzt an. Und snacken uns diese Stadt. Junge, der hat ja... Also hier mache ich einen automatischen, glaube ich, oder? Läuft, Tenno. Wirklich eine tolle Aktion. Ah, okay. Die Gottheiten gewähren mir jetzt einen Segen. Also das Ding ist, das ist ja not even close. Aber wenn ich Auto mache, verliere ich wahrscheinlich mehr Truppen. Und es ist ja nicht die letzte Stadt von dem Typen. Nee, okay. Ich mach das selber. Gefecht führen. Ah, das ist faul, wenn man Autofights macht. Faul ist das. So. Los geht's. Also. Zeig die Weisheit der Artemis und mach das Land zu eurem Verbündeten. Doppelklang. Wälder und Hügel bieten Deckung. Auf Straßen und Ebenen können Armeen schnell marschieren. Und wer von erhöhter Position angreift,
hat die Oberhand. Okay, danke, Knacki. Okay, schauen wir uns das mal an. Wälder geben Schutz. Erhöhte Position gibt es hier einige. Von links könnte ich ziemlich gut reinrennen, oder? Wobei gibt es nur einen Zugang. Wenn er den dicht macht, ist schwierig. Hier sieht das jetzt gar nicht mehr so gut aus. Hier so von rechts habe ich zwei Zugänge. Und hier auch. Ich glaube, das ist sehr gut. Dann machen wir das hier. Hallo? Also ihr macht die Flank. Die flankieren, die sind schnell. Die können... Oder? Lasst die Wälder für euch arbeiten. Solange sie eure Streitkraft verbergen, sind eure Krieger wie Geister und für den Feind nicht erkennbar. Actually, kann ich nutzt den... also den Schutz der Brücke. Wait! Ich glaube, es geht los. So, ich glaube, das ist gut. So, wir gehen hier so rein. So wie jeder Krieger eine Einheit hat, hat jede Einheit einen Platz im Gefecht. Gruppiert Einheiten in Formationen, um das Schlachtfeld zu kontrollieren. Halber bitte kurz deine Backen. Warte mal. Die machen wir einfach hier hin. Und die machen wir hier hin. Okay, hier ist alles entspannt. Bitte, bitte geh. Wobei Formation ist, glaube ich, echt gar nicht mal so übel. Ist egal. So, ein bisschen näher. Dann sind die in Rage und dann schieße ich da mal ein bisschen rein. Ja, die Stadt hat nicht mal Mauern, ne? Das ist halt echt heftig. Okay, was haben wir hier? Speerkämpfer, hier sind Bogenschützen. Die gucken aber nach Osten. Hier ist der Held. Ich versuche den mal rauszubaiten. Und dann... Die lasse ich ein bisschen vorrücken. Menelaus, geht da in den Wald. So, ihr knallt da jetzt rein. Sehr gut. Das macht ihr super. Sehr gut. Oh, okay, das sind Speerträger mit Schild. Die sind... Die halten gut aus, oder? Okay, die kriegen aber ein bisschen aufs Maul. Ich habe ja Zeit. Ne? Aber wir können jetzt trotzdem mal gucken. Wir haben hier ein paar Speer... Wir könnten hier jetzt mal ein bisschen reingehen, denke ich. Nummer 3, dann wird das hier 4. 3, 2... Nee, dann wird... Genau, ihr rückt jetzt hier mal vor. Ich weiß nicht, was ihr macht. Okay, die kassieren auf jeden Fall ganz gut. So, hier wird jetzt... Alter. Alter, Ackermensch. Kann ich die vielleicht ein bisschen besser aufstellen, dass sie da... Hey, halten aber gut aus, ne? Können die da durchrennen? Oder die irgendwie flanken? Ah, die werden komplett umstellt, oder? Okay. So, jetzt könnt ihr hier, glaube ich, besser abknallen, oder? Ruf des Kriegsgottes. Okay, es hat halt wirklich kaum Range. Holy shit. So, die hauen rein. Jetzt gehen wir durch. Die KI, die generische KI macht einfach nichts, ne? Okay, die hauen rein. Dann rücken wir jetzt nach. Ha, jetzt können wir hier reinrennen.
Das sind junge Speerkämpfer, Leute. Die haben noch Bock. Ne? Das ist wichtig. Ist zum Greifen nah. So. Ah, jetzt gehen die zurück. Okay. Gucken wir mal. So. Ihr beide geht da drauf. Du gehst mal mit. Du gehst hier und machst da dicht. So, und wir machen jetzt hier einen schönen Sturmangriff. Ich will jetzt ein bisschen Leistung, ja? Hier können wir auch wunderbar von hinten rein. Guck mal, die rennen weg. Aber meine können Sturmangriff. Okay, die werden verprügelt. Ja, das sieht gut aus. So, kommen wir da hinterher? Ihr habt doch Sturmangriff. Guck mal, stecht immer schön den Rücken. Schön abstechen. Schönes Ding. Ja. Guck mal, ihr seid tausendmal so viel. So, und da kommen wir auf die Kavallerie quasi. Wait, die können euch helfen. Die Axe-Boys gehen damit hin. Und die auch. So, die werden komplett zermürbt. Oh! Das ist doof. Holy shit, wie können die da hinschießen? Schießen die auch eigene Truppen ab? Gibt's Friendly Fire? Unter Beschuss, ja. Scheiße. Das ist gerade nicht so gut. Könnt ihr die jetzt mal killen, Alter? Bullshit. So, die sind weg. Doppelkill. Ich schieße ja gerade nur meine eigenen Leute ab, oder? Kann ich irgendwie hinter die gehen? Geht mal bitte hinter die. Das gefällt mir nicht. Was hier läuft, gefällt mir nicht. Oh, was macht ihr denn, Alter? Aber wir können das hier stören. Sehr gut. So, was ist hier los? Die haben halt ganz gute Units tatsächlich. Die haben gute Tanks. Aber dass das hier so ein enger Gang ist, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, schön hin rein. Schön in die Flanke. Einheit verliert, klar. Okay. Könnt ihr vielleicht hier so lang gehen? So. Alter, du bist ja schnell. Ja, die machen ganz gut die Gänge dicht. Eigentlich müsste ich hier jetzt zum Beispiel hier ein bisschen vorrücken. Dann hier eh mit allen. Ich stell dich mal einfach nur da hin. Jetzt rennen die weg. Oder? Ist aber echt... komplett ohne Blut, ne? Da fehlen so ein bisschen die Blutlachen. Bin ich ehrlich. Ist ja so trockener Sand. Der jagt einfach alleine den Trupp weg. Warte mal. Ihr bleibt jetzt hier. Genau. Ich will euch boxen. So, Menelaus gegen den Rest. So. Ihr geht jetzt dem bitte in den Rücken. Ihr könnt da noch weiterkämpfen. Habt Spaß. Hier ist halt scheiße. Ran. Ihr. Ach, da ist noch eine Chrome. Nee, der ist zurück. Der hat sich einfach zurückgezogen, ne? So, jetzt hier hin rein. Ehre. Ja. Euer Held wird angegriffen. Ja, ist ja nicht schlimm.
Der boxt sie halt alleine weg. So, hier sind wir endlich durch. Das war... Ja, es hat gedauert. So, hier ist auch ein dicker Klatsch. Nee, Klatsch nicht. Klatsch ist ja, wenn man in Unterzahl gegen alle kämpft. Quasi. Spartiaten-Outfit hätte ich mir holen sollen. Oben ohne, wegen den Temperaturen. Also tatsächlich ist hier drin nicht warm. Ich habe eine Klima. Die habe ich gerade sogar ausgestellt. Die könnte ich mal wieder anstellen. Okay, die hauen rein. Ciao. So, dann bist du da drauf. Und ihr schießt den jetzt mal alle ab. Wir schießen jetzt... Wie viel sind das? 7, 14, 21, 280 Truppen schießen jetzt auf eine Person. Ja. Juckt ihn aber nicht so doll irgendwie. Oh, ich glaube, er ist sauer. Okay, das muss bitte Menelaos machen. Alter. Stell dir vor, 280 Leute schießen auf dich und du rennst nach vorne auf die zu. Was ist los mit euch? Ja, lass uns mal Menelaos machen, ne? So. So, ihr geht dahin. Sieg. Okay. Ehre. So. Ja, ich habe die eine Stelle unten links mit den jungen Speerkämpfern. Das hat Truppen gekostet. Hast du das Gefühl, dass man mit dem Arktis-Headset viel schwitzt? Nö. Ja, Troja ist ein richtig geiler Film. Den gibt's auf Netflix, echt. Den habe ich tatsächlich auf DVD. Geil, Alter, ich krieg richtig viele Ressourcen. Also was heißt richtig viel, aber ne? Immerhin. Läuft, Tenno. Was ist denn mit den Gefangenen? Aktion. Feinde gefangen, ja. Was? Besetzen. So, das ist jetzt mein Land, Wallah. Eigenschaft erhalten. Pionier. Ihr braucht einen starken Rücken, bla bla bla. Minus 1 Durchhaltedauer von feindlichen Armeen bei Belagerung. 3% Moral von allen Einheiten in Belagerungsgefechten. Ist halt so geil, dass du auch so ein bisschen so einen Roleplay-Charakter drin hast. Ich habe auch einen Helm, ja. Den würde ich jetzt in der finalen Schlacht hier anziehen. Weil das ist wichtig. Wait a minute. Ist das meiner? Serving Ares. We will go down in history. Neutrale Armee. Achso. So, vorrücken. Okay. Ich sollte... Alter, minus 1100 Nahrung. Gut. Müssen wir durch, ne? So, das ist meine Stadt. Nice. Alter, hier Stufe 2 schon. Geil. Okay. Der, würde ich sagen, hält die irgendwie besetzt. Ich würde hier dem noch einmal Truppen abgeben. Ach, generell vielleicht... Du gibst immer deine Billo-Units ab. Und generell vielleicht auch die Verwundeten. So. Und du gibst dafür schön freshe Dudes. So. Geil, das ist gut. So, dann kannst du nächste Runde weiter. Oh, jetzt vielleicht sogar noch? Nice. Das haben wir dann angegriffen. Und du gehst hier in die Schuppelklang. So. Das übt auch ein bisschen Kontrolle aus. Troja habe ich noch auf VHS. Was? Echt? Das geht? Kennst du StarCraft 2? Du hast es halt wirklich sehr falsch geschrieben, aber es könnte Autokorrektur sein. Nö, noch nie gehört. Was ist das? Die Schlacht ruft. Euer Verbündeter wurde angegriffen. Von Hektor von Troja?
dem Krieg beitreten. Aber sowas von, Bruder. Also das ist ja eine Frechheit. Der ist schon da? Oh, oh lol. Jeder weiß, dass der mächtige Poseidon die Stadt Troja hasst und sich danach sehnt, ihre stolzen Mauern niederzureißen. Zu ihrem Bauern, bla bla bla. Stürmische Olympia, bla bla bla. Ja, komm, entspannt euch. Ich hab grad meinen eigenen Krieg. Hat aus den Schatten zugeschlagen. Ein Agent, der mit Heimtücke vertraut ist, hat euer Volk unterwandert und Zwietracht gesät. Dieser ehrlose Versuch, eure Pläne zu durchkreuzen, muss erwidert werden. Agenten können Aktionen ausführen, um ihrer Fraktion zu dienen. Dadurch können sie eine heimische Armee oder Siedlung unterstützen. Oder sie können eine Armee, also, ja, was hat er gemacht? Irreführen. War aber Fehlschlag. Können wir den jetzt abstechen? Der Feind ist ein Tor. Seine Städte sind befestigt. Stellt euch auf eine langwierige Belagerung ein. Gerne. Dafür wurde mein Krieg geschaffen. Also mir ist es... So, können wir den bitte abstechen? So, ich habe jetzt hier mal eine Forderung. Du gibst mir bitte... Okay, er hat jetzt schon keinen Bock. Dann nicht. This is beyond even my talents. Okay, ich kann nichts gegen den machen, ja. Na gut, dann gehen wir zur finalen Stadt. Oh, okay, der hat einiges an Truppen, aber dann belagere ich den. Verfügbares Belagerungsgerät, Rambok. Okay, der hat eine richtige Stadt. Verbleibende Runden, bis die Siedlung aufgibt, 9. Und nach 3 Runden leidet die Garnison unter Verschleiß. Das Ding ist, wenn die rauskommen, putze ich die halt übel weg. Deren Vorteil ist halt einfach, dass sie eine City haben. Das heißt, ich baue jetzt hier so eine Ramme. Wer weiß, kann man noch gebrauchen. Und ansonsten speichere ich einmal... Und wir kundschaften mal das Gebiet aus. Ja, das ist eine richtige Stadt. Okay, kann ich jetzt Gefecht führen? Nee. Belagerung fortsetzen. Into the fray. So. Warum dreht die sich eigentlich immer? Na gut. Okay. Die machen 100 pro einen Ausfall. Weil die lassen sich ja nicht einfach aushungern, oder? Okay, wie sieht's denn ansonsten aus? Baumöglich. Sparta. Ja, geil. Kann ich neue Truppen rekrutieren? So. Du gehst in die Stadt. Und das ist voll in Ordnung. Ich verliere halt echt viel Nahrung, weil ich anscheinend zu viel Truppen habe. Ich würde die hier mal... Kann ich die kicken? Ja. Mhm. Das reicht aber noch lange nicht. Ich brauche mehr Nahrung. Hier, Ethis. Mach mir mal mehr Nahrung. Was ist los mit dir? Was brauche ich da? 2000 Holz. 2000 Holz. Ich hätte gerne 2000 Holz. Was ist mit diesem Ajax? Voila. Kräfteverhältnis. Okay, dann erpresse ich die einfach. Der ist übel krass im Krieg. Wir haben ein Kräfteverhältnis von 36 zu 2. So, ich will jetzt einfach dich einverleiben. Wo sind die hin? Hä? Alter, mit wem ist Agamemnon im Krieg, ey? Die sind alle mit den Troja-Jungs im Krieg. Okay.
Oh, Johnny. Moin. Dankeschön. Du hast auch gezockt, ne? Maxim auch. Also, wir haben hier eine Situation. Wir spielen natürlich Sparta, ne? Spandau, Sparta, ist ja klar. Wir brauchen gerade ein bisschen Holz, damit wir unsere Bauernsiedlung upgraden. Okay. Die mögen uns alle gar nicht, Bruder. Ach so. Ich verstehe. Nee, das würde ich gerne abbrechen. Nein, nein, nein. Ich würde das gerne... Wie kann ich das abbrechen? So, nochmal. Oh, Doppelklang. Guck mal, 54,2. Das sind diese richtigen, dreckigen Lappen. Da würde ich gerne ein bisschen verhandeln. So. Ihr tretet einer Konföderation bei. Und ich stelle das als Ultimatum. Oh, wait. Ich habe nicht Angriffspakt. dann will ich einen einmaligen Tausch. Ich brauche nämlich 1200 Holz. Nein, 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 ich gebe nicht. Ich will. So. Dafür bin ich bereit, Folgendes zu zahlen. 200 Gold. 201 Gold. 202. Junge, treib's nicht auf die Spitze. Grün heißt, er nimmt an, ne? Ja, komm. Bitte nimm an. Danke. Scheiß auf das Gold. Braucht Sparta eh nicht. So, wir kloppen nur. Dann, Ethis. Nee, was wollte ich? Doch, ne? Nee, hä? Mir fehlt 30 Holz. 29 Holz. Jo. Hier, Pylos, Alter. Lass doch nochmal reden. Also, ich fordere 29 Holz. Und das gibst du mir, verdammt. Ultimatum. Junge. Hä? Wieso kann ich nicht sagen, go? Ach, weil ich nur eine... Hä, Gegenangebot? Hä? Was passiert? Ich will 29 Holz! Ja, du kriegst ja noch 10 Taler, okay? Okay, du kriegst... Du bist ein missratenes Stück, wirklich. Komm, du kriegst... Ich muss dem 500 Steine geben? Junge! Ich bin militärisch dir weit überlegen. Okay, mit welcher Fraktion habe ich keinen... Wen kann ich erpressen? Mit wem habe ich keinen Angriff, nicht Angriffspakt? Ich kriege jetzt diese Runde, diese fucking 29 Holz, dass das klar ist. Korinther. So. So. Ich will 29 Holz. Ultimatum. Dann also Krieg. Junge! 29 Bäume in deinem Kackland, Alter. Oh, Doppelklang. Dann Krieg. Gegen Sparta! Läuft, jetzt bin ich unzuverlässig? Warum? Warum? Ich bin ein bisschen heiser von gestern. Warum
Warum bin ich jetzt unzuverlässig? Hä? Wir hatten kein Abkommen. Ich hab nichts gebrochen. Alter, ich werde euch alle so töten. Also, das ist so dumm, Sparta sauer zu machen. Wegen der Kriegserklärung. Ja und? Die haben den Krieg erklärt. Ich habe gesagt, ich will 25 Stöcker. Dann Krieg. Dann Krieg. Nächste Runde. Die Scheiße kann es ja keiner geben. Oh. Ein Ausfall. Sowas. Das passt ja gut. Ihr wollt auf den Sack? Dann kriegt ihr auf den Sack. Also, wenn mir hier keine Stöcker gibt. Du hättest mir einfach auch mal Stöcker geben können, du Arschloch. Hier, was hast du überhaupt hier für ein Hörnerhelm? Achso, ich auch. Ja. Muss ich mitleben, ne? Also, ich finde, bisher werde ich nicht respektiert in diesem Game als Spartaner. Der Ruf heutzutage ist irgendwie viel, hat viel mehr Kick. So, Argos will Krieg. Kriegen sie. Die greifen an. Okay, ich sehe da ganz viel Wald. Das ist einsame Spitze. Aber ich glaube, die kommen ja von der Stadt aus. Dann haben die wahrscheinlich... Der Feind lechzt nach einem Kampf. Halt dein Maul, bitte. So. Der Berg ist halt wirklich wichtig. Ich muss einfach mit allen Truppen auf den Berg. Okay. Fernkämpfer, Gruppe 2. Nee, Gruppe 3. Alter, die sind schon Rang 2 hier, ne? Geil. Gruppe 1. Nein. Nee, wait. 1. So. Die werde ich dann noch unterteilen, wahrscheinlich. Okay. So, ich renne jetzt mit allen Leuten auf den Scheißhügel. Und dann gibt's Ackermatch. Hier ist ja ziemlich, hier geht's ja runter. Und ich bin im Wald. Das heißt, Alter, das ist genial. Er sieht nicht, dass ich im Wald bin. Weil ich starte ja direkt am Wald. Ich sehe aber, wie er hier rauskommt. Und dann wird er komplett eingedeckt. Ich könnte überlegen, dass ich im Wald auch schön flankiere. Ja, guck mal, ich mache einen zweiten Trupp hier so und der flankiert dann komplett rein. Das wird Giga-Ehre. Sehe ich irgendwie, wie schnell eine Unit ist? Kann ich irgendwie... Nee, ne? Oder? Warte mal. Dann nehme ich einfach die jetzt hier links sind. Warte mal. Ah, nicht... Ich sag mal ein Drittel. Ah, das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Drittel. So. Ist ja nur... So, mit... Nee, er bleibt... Ja, warte. Er geht damit rein. So. Okay, alles klar soweit? Drück links auf die Infos. Nee, ich gehe jetzt rein. Das mache ich. So, auf den Berg. Junge. Ruhe jetzt. So, die Nummer 1 geht hier hin. 2 direkt dahinter. Nee, nein, nein. Die 2 geht hier hin. Die 3 geht hier hin. Ich habe richtig viel Fernkämpfer. Holy shit. Wir gehen hier auf ganz außen. Ganz außen. Da lauern wir. Komm, wir haben den Hügel. Das ist halt Giga-Ehre. Ich sehe auch, wo der Gegner hinrennt. So. Die sehen mich nicht.
Okay, die halten da an. So. Ihr macht. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Formation. So, jetzt gibt's Hackmack. Jetzt lasse ich die sich erstmal ein bisschen verkeilen. Ja? So. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was wird denn das da? Okay, hier ist richtig Ackermatsch im Wald. So, Menelaus wird da handgreiflich. Euer Held wird angegriffen. Du greifst bitte den da an. So. Wo rennen die hin? Was ist denn hier hinten los? Wo kommen die denn her? So. Jetzt werden die. Oh, da fliegen die Speere. Oh, da sind zwei Helden. Na, okay. So, hier gibt's jetzt Krieg. Flanke, Flanke, Flanke. Jetzt wird richtig rein zerbumst. Und drin. So, so, so. Die sind irgendwie super schnell, ne? Der rennt. Guck mal, die rennen. Da können wir ein bisschen hinterherballern. Ja, das ist easy. Guck dir das an. So, ihr rückt vor. Zugriff. Das ist ein wunderschöner Sieg. Das Ding ist hier, die Fernkämpfer, ja, okay. Aber ich habe lieber hier alles zermalmt in der Mitte. Die rennen beide, wunderbar. So, wir rücken jetzt da vor. Der Sieg ist zum Greifen nah. Können wir die Helden noch richtig wegschroten? Oh lol, was ist denn da los? Ah ne, mein Richtsturmangriff. Holy shit. Ah, das ist nicht gut. Ich hab das Gefühl, die Keulenboys, die countern da ein bisschen. So, das übernimmt Menelaus. Da kriegen wir noch ein bisschen Verstärkung. So. Ja, die werden gleich umdrehen, glaube ich, oder? Ja, ist schon ziemlich einfach. Ja. Ja, alle am Fliehen. Doppelklar. Nee, wait. Was mit denen? Eure Krieger verlieren den Mut. Zerstört. Sehr müde. Ja, Sieg. Ehre. Also das war eine geniale Schlacht. Bin ich ehrlich. Sieg auf ganzer Linie. Bringt es eigentlich irgendwas, das noch weiterlaufen zu lassen? Guck mal, Alter. 600 Verluste. 640 zu 100. Die haben 6-mal so viel Truppen verloren. Stech den jetzt ab. Stech den ab. Knapper Sieg? Für Erfahrung der Einheiten. Ah, okay. Also man sollte immer so lange drinbleiben, bis nichts mehr lebt, ja, oder alles geflohen ist. So, 122 Gefangene.
gegen Güter tauschen, oder? Nee, wir hacken die weg. Wir hacken die weg. Very good. Läuft, Tenno. Wirklich eine tolle Aktion. So, letzter Rest Wein. Das Geschenk des Paraos. Ramses der Dritte aller? Wo sind wir denn jetzt? Herrscher des fernen Ägyptens? Der sendet uns eine unbezahlbare Statue als Zeichen des guten Willens. Gegen Gold eintauschen. Als Geschenk behalten, oder? Ja. Behalte ich gern. Knapper Sieg. Schwerer Wurfspeer. Mit Bronzespitze. Geil. Feind im Kampf getötet. Siste wohl. So. Und jetzt können wir hier doch einen Zugriff machen, oder? Oder wie ist das? Hallo? Hallo? Into the fray. Zugriff? Prove your worth. Oh lol, okay, der hat noch ordentlich Truppen drin. Ja, okay. Ach, scheiße, dann hätte ich die echt alle wegverfolgen müssen. Okay. Gut, jetzt kann ich aber hier meine Bauernsiedlung ausbauen. Ethis. Ethis trocken. Kann ich Stufe 3 machen? Ich deutlich mehr Nahrung pro Runde. Ja, mache ich. Zack. Okay. Kann ich hier irgendwie noch... Nee, kann ich nicht. Ja. Was habe ich noch zu erledigen? Ja, das nicht mehr. Ich finde, dieses Bau möglich sollte weggehen. Oh, wait. Das glaube ich ganz gut. Das sollte... Ach doch, ich habe hier einen Slot. Okay, wait. Was ist das für eine Stadt? Holz. Ja, da habe ich aber keine Ressourcen für. Okay. Held nicht bewegt. Menelaus kann geskillt werden. Nahkampfabwehr. Moral, Geschwindigkeit, Nahkampfabwehr. Oder rüstungsdurchdringender Schaden. Plus 1 Angriffstempo des Helden. 7 Nahkampfabwehr. Der ist schon relativ tanky, ne? Also, verhältnismäßig, denke ich. Dann gehe ich mal eher in die Richtung. Okay. An dieser Stelle nochmal, Leute. Oh, mein Helm sitzt ein bisschen schief, Entschuldigung. Das Spiel ist umsonst. 24 Stunden könnt ihr euch das umsonst im Epic Games Store abholen. Link im Chat. Und ab morgen kostet das 50 Tacken. Kam heute raus. Neues aus der Total War Reihe. A Total War Saga, Alter. So, wir gehen in die nächste Runde. Jetzt will der schon wieder. Gescheitert. Saat der Zwietracht. Ey, nachher greift der mich nur in den Rücken an. Können wir den bitte wegmachen, den Agenten? Warte, ich brauch selber einen. Fehlgeschlagen, ja. War doch klar. Zufriedenheit, lokale Provinz. Ja, weil der da nämlich für Ordnung sorgt. So. Eigenschaft erhalten. Bauen. Wir können hier einiges machen. Kapazität für Gesandte. Ja, 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 ja. Oha, es hapert halt immer noch bei der... Achso, nee. Hier, guck mal. Ja, Holz. Holz ist einfach Key. So. Braucht ihr eigentlich so viel Truppen da drüben? Wie ist denn hier die Zufriedenheit? Plus 6. Ja, dann hau ich mal einen weg. Ich weiß nicht, inwiefern das miteinander zusammenhängt, aber...
Das war ja irgendwie kurz vor der Rebellion da. Deswegen würde ich jetzt hier einen Trupp mal kicken. Dann habe ich nochmal 100 weniger Nahrung, die ich verliere pro Runde. Bringt es dir was, das über deinen Link zu machen? Ja, schon. Also es ist ja ein Werbevideo. Und umso mehr Leute über diesen Link Werbestream oder Werbevideo wird auch auf dem Zweitkanal kommen, falls ihr jetzt übrigens später eingeschaltet habt. Grüße an YouTube, ne? Zukunft. Läuft, Tenno. Wirklich eine tolle Aktion. Konzept. Und umso mehr Leute auf den Link gehen, umso erfolgreicher ist diese Kooperation quasi für den Kunden. So. Wie ist hier die Situation jetzt? Das würde mich mal interessieren. Also. Noch eine Runde, dann werden die langsam ganz schön abgefuckt. Ein Held wurde gekillt, das war actually richtig gut. Okay. Wir gehen in die nächste Runde. Ach, Hillis, Junge. Was ist... Also, warum stellt die KI einseitige Forderungen, wenn die sogar freundlich sind? Rall ich nicht. Was ist der Sinn dahinter? Ist das quasi eine Einladung, dass man mit denen verhandeln soll? Oder... Aber ich habe keinen Bock drauf. Wenn ich verhandeln will, klicke ich die an. Ja, ist ähnlich wie Civilization, ja. Ja, wenn ich das halt mache, dann verbessern sich unsere Beziehungen. Ja, komm. Ich meine, Nahrung habe ich tatsächlich sehr viel, aber es geht auch gerade rapide runter durch den Krieg. Krieg kostet Nahrung. So. Ey, kann der Typ sich verpissen? Dieser scheiß Agent, gescheitert, schon wieder. Geh. Kann der das jede Runde machen? Okay, ich muss unbedingt hier so einen Agenten mir holen. Das ist ja ruhig. Wir werden das auf Ares Art regeln. Was? Kein Bündnis? Ach ja, der ist ja Verbündeter von dem. Okay. Ja, dann holen wir auch... Von unserer Seite wird dann auch mal eingewechselt. Guck mal, Kräfteverhältnis. Die sind doch dumm. Ares Schmares, sage ich immer. Ja, gerne. Komm. Komm doch. So, dann kommt jetzt auch mein Verbündeter von da oben raus. Hoffentlich. Verbündeter hat Kriegsbeitritt verweigert. Oh, Ares LP, moin. Bitte? Jetzt. So gerät man in Zwei-Fronten-Krieg. Das ist scheiße. So, hier die Kolonie. Die, was ist das überhaupt, ey? Ist das hier ist das hier mein Malle von Sparta? Also hier wird jetzt alles gekickt. Mir reicht's. Weg. Weg. Was mit dir? Weg. Komm, ihr könnt euch verpissen. So. Jetzt wird hier ausgehoben. Mir reicht's. So, du. Den, das merke ich mir. Den werde ich als nächstes den Krieg erklären. Glaub mal. Irreführend fehlgeschlagen. Ja, weiß ich doch. So, was sind das für Leute? Lakonische Schwertkämpfer. So, wir gehen jetzt auf Premium-Munition. Versteht ihr, wie ich meine? Wir machen jetzt Pay-to-Win. Wir holen uns hier jetzt richtig kranke Brecher. Einheitenrang Stufe 2. So. Guck mal, die spam ich jetzt einfach. Ja. Bei Alk Mayo. So. Drei Stück. Alle Stufe 2. So. Schutzbündnis gebrochen. Was seid ihr? Was ist los mit euch? Why? Das ist so frech.
Das ist frech. Dann regle ich das alleine. Damit habe ich auch jetzt nicht unbedingt ein Problem. So, Siedlung verbessern. Geil. Okay. So, ich bin mittlerweile auch im Game drin. Ach du Scheiße. Da ist gerade eine Armee gekommen mit 20 Mann. Alter, was wollt ihr von Ajax Amsterdam mit eurer Salami? Ich gebe euch nicht 500 Bronze. Alter. Entschuldigung, aber... So, was ist jetzt hier los? Doppelklang. Ach so. Fall back. Ja, also die Spartiaten nennen das eigentlich nicht Rückzug, sondern die weichen halt aus. Ja, sollen sie. Ja, danke. Ja, geil. Elite-Einheit wird rekrutiert. So, genau richtig. Ares, du bist mein Mann. Gesunken? Was? So, ich brauche jetzt hier mal... Ich bin jetzt nicht umsonst Sparta. Pass mal auf. Königliche Jäger. Militärarchitekten. Rekrutierungskosten aller leichten Infanterieeinheiten. Ja, aber ich will, dass die kontinuierlichen Kosten weniger sind. Warte, kann ich nicht einfach hier Nahrung... Wo kann ich hier Nahrung hier doch eigentlich, ne? Wachstum... Nahrung pro Runde. Holy shit, das kostet 500 Gold. 400 Gold. Oh, lecker. Ja, komm, machen wir das. Doppelklang. Läuft Henno. Wirklich so, was ist jetzt hier los? Wir machen das jetzt folgendermaßen. Na, stopp, stopp, stopp! Bist du dumm? So. Pass mal auf. I know their weaknesses. Muss ja... Nochmal 20?! I cannot oblige. Geh mal zurück. Right. Hä, woher haben die Nahrung? What the fuck? Spezialrekrutierung. Leichte Speerläufer. Das sind die Elite-Einheiten. Aha. Flink. Ja, geil. Na, Alkmaio. So. Das Ding ist, ich kann jetzt weiter rekrutieren. Oh, aber ich habe Stand jetzt... Doppelklang. Wenn ich jetzt noch weiter rekrutiere, 2 Runden, wo ich noch Nahrung habe. Ja, es gibt einen Promo-Ring. Promo-Ring, Alter. Promo-Link. Da ist er. Tja, das ist natürlich schwierig. Was mache ich jetzt? Ein paar Billo-Units? That's clear enough. Ja. Ich meine, Masse ist ja auch nicht alles. Der hat halt gar nicht so viel Gute. Oh, der hat Zentaurenspeer. Okay. Ja, ich bräuchte einen Verbündeten, glaube ich. Ja, das ist so enttäuschend, dass die mich im Stich lassen, diese kleinen Lelex. Hocken da auf dem Berg in ihrer Kackstadt? Was ist mit ihm los? Schmeißt er mit Gold? Die waren so kurz davor, richtig hops genommen zu werden. So eine Scheiße.
Tja. Ja, dann gucken wir jetzt mal, was kommt, denke ich. Das ist gut. Gut, next round. Der geht in... Hä, der belagert die auch? Das ist ein gemeinsamer Gegner? Hä? Der Odysseus fuckt die auch ab? Hä? Ja, also. Oh, ist jetzt auch schon spät. Hab auch heute noch ein bisschen was vor. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, tschüss. Ja.